Herzlich willkommen zum Vortrag Magie in der heutigen Zeit hier in den Räumen der Fostac AG in Bichwil in der Schweiz. Kurz zu meiner Person, ich bin vor 65 Jahren in Baden-Württemberg geboren. Ich war längere Zeit Verkaufsleiter, Verkaufstrainer, Unternehmensberater. Mache seit etwa 15 Jahren mehr spirituelle Dinge. Dazu gehört eben oder kam dann auch dieser Bereich Magie dazu. Habe seit 10 Jahren eine eigene Akademie, wo ich das auch ausbilde. Heute zum Thema Magie, ganz wichtig, weder ich noch das Querdenken-TV-Team noch irgendjemand von der Fostac macht meines Wissens was mit Magie. Es geht einfach darum, Ihnen Informationen zu dem Thema zu geben und Ihnen auch vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, obwohl es zum Teil schon angsterregende Beispiele gibt. Ihnen auch zu sagen, dass es Hilfe gibt, wenn irgendwo Magie auftaucht, wobei es sehr verschiedene Formen gibt. Zum Einstieg würde ich Ihnen gerne ein paar Sachen vorlesen, nämlich wie Magie definiert wird. Das Fremdwörterlexikon Barik schreibt Beschwörung von geheimnisvollen Kräften, Zauberkunst, Zauberei. Schwarze Magie ist dann Beschwörung böser Geister zu unheilvollem Tun. Weiße Magie ist Beschwörung guter Geister zu segensreichem Tun. Knauers Lexikon schreibt, vermeintliche Kunst durch geheimnisvolle Mittel oder symbolische Handlungen, die Kräfte der Natur, also Geister und Dämonen, zu beherrschen, zu zaubern. Im Mittelalter unterschied man weiße Magie, Verwendung nützlicher Kräfte und schwarze Magie, Bündnis mit bösen Mächten oder auch Teufelsbündnis. Magie vom Sprachwort her aus dem Griechischen steht für Zauberei, Gaukelei, Blendwerk, kommt aus dem altpersischen Magusch, der Bezeichnung der medischen Priester, wird auch bezeichnet als die Beeinflussung von Ereignissen, Menschen und Gegenständen auf übernatürliche Art und Weise. Der Magier versucht, diese Beeinflussung der von ihm angenommenen übernatürlichen Kräfte, Geister oder Dämonen, mit Hilfe von Ritualen, Beschwörungsformeln oder ähnlichen Praktiken vorzunehmen. Magier setzen auch traditionelle Meditationstechniken wie Visualisierung oder die bewusste Herbeiführung von Trancezuständen ein. Das sind die allgemeinen Definitionen. Zum volkstümlichen Verständnis der Magie gehören in Abgrenzung zum Aberglauben, dem Wesen nach, die bewusste Zauberhandlung und das magische Ritual. Und Grundlage der volkstümlichen Magie ist der Analogiezauber nach dem magischen Grundsatz, Gleiches mit Gleichem zu bewirken. So werden zum Beispiel Warzen mit abnehmendem Mond besprochen, damit sie wie der Mond schwinden sollen. Auch das ist Magie und Sie merken schon, das ist nichts Gefährliches, Warzen besprechen. Allerdings konnte das früher das Leben kosten. Es wird aber auch zum Beispiel eine Puppe anstatt einer realen Person behandelt. Das ist dann schon wieder ein gefährlicherer Bereich, weil, das haben Sie vielleicht schon gehört, es gibt ja diese Geschichte Voodoo, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und es gibt eben diese Voodoo-Puppen, wo man dann über die Behandlung der Puppe auch anderen Menschen schaden kann. Weiße Magie hat das Ziel, Schutz und Heilung für andere Personen zu erreichen. Dazu gehören der Abwehrzauber, also ein Zauber, um magische Angriffe abzuwehren. Dazu gehört der Gesund- oder Heilzauber, dass man etwas, ein Ritual macht, damit jemand anderes gesund wird oder geheilt wird. Dazu gehört Fruchtbarkeitszauber in Fällen, wo eine Schwangerschaft nicht eintreten möchte. Glückszauber, dass man jemandem Glück herbeizaubern möchte. Schutzzauber, Wahrsagen gehört in diesen Bereich. Wetterzauber, es gibt immer noch Kulturen, wo es Leute gibt, die sagen, sie können Regen machen. Und der Widerzauber, Widerzauber ist auch wieder ein Abwehrzauber gegen irgendwelche Angriffe. Während die schwarze Magie mit den unterschiedlichsten Schadenszaubern arbeitet. Und diese eigentlich so uralte Geschichte ist durch die Wicca-Bewegung
einen neuheidischen Hexenkult, jetzt wieder auferstanden. Es sind einfach in Vergessenheit geratene Rituale jetzt wieder erneut belebt worden. Ich nehme an, dass es auch in der Schweiz Wicca-Bewegungen gibt, zumindest in den größeren Städten. Von der Geschichte her kann man das Ganze zurückverfolgen bis zur Antike. Die frühesten christlichen Quellen der Magie reichen bis in die Zeit der mesopotamischen, sumerischen und altägyptischen Hochkulturen zurück. Auch aus der Steinzeit, hier schließt sich fast der Kreis zuvor, wurden Hinterlassenschaften wie Höhlenmalereien, Artefakte oder Steinkreise der Megalithkulturen entdeckt, die als Hilfsmittel zur Durchführung magischer, dem Schamanismus heutiger Zeit nicht unähnlicher Handlungen und Zeremonien gedeutet werden. Ähnlich weit reichen die magisch-mythologischen Überlieferungen insbesondere des nordisch-europäischen, römischen, griechischen und hebräischen Kulturkreises zurück. Im Mittelalter wird erstmals eine göttliche Magia naturalis von der destruktiven teuflischen Magie unterschieden. Die Aufzeichnungen von Abraham von Worms zum Beispiel von 1387 bekunden den ersten schriftlich überlieferten und vollständig erhaltenen Ritus eines jüdischen Mannes zur Bändigung dienstbarer Geister unter dem Patronat eines Schutzengels. 1496 beschrieb der italienische Philosoph Giovanni Pico della Mirandola sein Verständnis des Phänomens in dem Werk über die Würde des Menschen, hat er geschrieben, wie der Landmann die Ulmen mit den Reben des Weinstocks, so vermählt der Magier die Erde mit dem Himmel, das heißt das Untere mit den Gaben und Kräften der Oberwelt. Und 1530 ist unter dem Titel De Occulta Philosophia ein Buch veröffentlicht worden von dem deutschen Theologen, Doktor der Rechte und der Medizin, Agrippa von Nettesheim, und er hat die weltweit erste systematisch gegliederte und theoretisch und praktische Gesamtdarstellung der Magie dort beschrieben, 1530 schon. Jetzt kommen wir in die Schweiz. Der berühmte Schweizer Alchemist und Erneuerer der Naturheilkunde, Paracelsus, übrigens, falls es nicht alle wussten, Paracelsus war getauft auf den Namen Philippus Theophrastus Aurelius Bombast von Hohenheim. Aber man hat es dann kürzer formuliert mit Paracelsus. Der lernte die Heilkunde von Menschen aller Gesellschaftsschichten. Für ihn hat Magie Heilung bedeutet. Im Mittelalter kamen dann als Wechselwirkung des Christentums mit magischen Aktivisten spezifisch christianisierte Formen der Magie auf, Zauberbücher, welche zum Beispiel Dämonologie lehrten, verbreiteten magische Praktiken, die mit christlichen Elementen durchsetzt waren. So sollte der Magier fasten, beten und die Dreieinigkeit anrufen, damit er göttliche Macht erhielt, um Dämonen zu bezwingen. Neuzeit, in der Renaissance wurden die hermetischen Schriften wiederentdeckt. Um 1550 hat John Dee, der englische Mathematiker, Astronom, Astrologe, Geograph, Mystiker und Berater der Königin Elisabeth I., war der wohl bedeutendste christliche Engelsmagier. Und er hat seine ganzen Entwicklungen in der Öffentlichkeit publik gemacht. Vorher war das alles so mehr heimlich. Und Dees Privatbibliothek war die größte Bibliothek Englands, ist heute ein Kern der britischen Library. Dann ist zum Beginn des 18. Jahrhunderts wieder eine verstärkte Hinwendung zu innerseelischen, okkultistischen, mystischen, magischen und esoterischen Themen stattgefunden. Franz Anton Mesmer, den Namen kennen vielleicht auch einige von Ihnen, war damals mit seiner Lehre vom animalischen Magnetismus, welche der späteren Hypnotherapie den Boden bereitete, und der Entwicklung des Spiritismus. In der Romantik sind dann Autoren wie der deutsche Maler, Arzt und Naturphilosoph Carl Gustav Carus, gehört zu den Vorgängern parapsychologischer Forscher.
Es fand auch insbesondere exotische Spiritualität vermehrt Beachtung, da der Kolonialismus die westliche Welt mit indischer und ägyptischer Mythologie bekannt machte, was seinen Niederschlag in den magischen Texten des 18. und 19. Jahrhunderts fand. Elemente des magischen Denkens lassen sich bei Novalis finden, der um 1800 gelebt hat, ebenso bei Friedrich Schlegel oder Franz von Baader. Und im 19. Jahrhundert wurden dann magische Organisationen gegründet, zum Beispiel der Golden Dawn oder auch die Theosophische Gesellschaft. Und Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte die Magie eine Renaissance durch das Wirken des Magiers Aleister Crowley, einem Mitglied der Golden Dawn und des 1903 gegründeten Magischen Ordens. Heute hat sich der Trend wieder verstärkt, allerdings aus anderen Gründen. Es hat begonnen mit der Flower Power Bewegung in Amerika als alternatives Weltmodell und dann ist auch der Begriff New Age entstanden. Wicca gehört zu den neuzeitlichen Naturreligionen, die magische Techniken praktiziert. Weitere Bereiche, wo Magie Einzug genommen hat, ist NLP, das neurolinguistische Programmieren. Positives Denken ist ebenso Magie. Psychotherapeutische Praktiken, Schamanismus, Channeling, Kabbalah, Tarot und Kontakt mit Engeln läuft alles unter Magie. Also nochmal der Hinweis, sehr viel, was unter Magie steht, ist überhaupt nichts Gefährliches, auch nichts Böses oder Schlimmes, weil viele erwarten, wenn das Wort Magie fällt, gleich ganz, ganz schlimme Dinge. Der Schweizer C.G. Jung sah seine Psychologie in einem engen Verhältnis zu magischen Traditionen. Was jetzt in der Neuzeit leider ein nicht so guter Trend ist, für manche Jugendliche, die immer neue Kicks suchen, sind schwarze Messen, kreuzverkehrt, Satanismus, Hexerei und andere schwarzmagische Handlungen genauso spannend wie Bungee-Jumping. Allerdings viel gefährlicher, weil schwarze Magie und satanische Kulthandlungen sind keine Spielerei, sondern können zu einem Albtraum ohne Ende werden. Und weil wir heute in der Schweiz sind, einfach für Sie, die meisten kommen aus der Schweiz, denke ich, die Funde von vorchristlichen Amuletten im Kanton Waadt stehen in einer langen Reihe von Belegen für unheilabwehrende und glücksbringende Magie zugunsten von Mensch und Tier, Haus und Hof sowie der Natur. Das Böse ließ sich durch aggressiv spitze Gegenstände wie Messer oder dreizinkige Gabeln, durch starke Zeichen wie das doppelbalkige Caravaca-Kreuz oder das Pentagramm, durch seltene Naturgegenstände wie Lochsteine und Alraunen, durch zusammengesetzte Gegenstände wie Freisenketten, meist rote Kettenschnur mit Anhängern, durch Beschwörung, durch Räucherung sowie durch plötzlichen Lärm oder steten Lärm mit Hilfe von Kuhglocken abwehren. Es konnte auch abgelenkt oder durch Verpflücken dingfach gemacht werden, lauter Praktiken, die auf einer Agrarkultur basierten und deshalb heute weitgehend der Vergangenheit angehören. Die hochkomplexe Magio Naturalis des 16. Jahrhunderts gilt als hervorragendstes Beispiel für die Magie als hohe Kunst, deren bekanntester Vertreter war eben der Schweizer Arzt, Naturphilosoph und Theologe Paracelsus. Da sich noch Ende des 20. Jahrhunderts Appenzeller Gebetsheiler gegen Magie abgrenzen mussten, belegt die landläufige Gleichsetzung von Magie mit Schadenszauber, der als Verursacher von Unglück, Krankheit, Tod oder Naturkatastrophen gesehen wird. Solche Vorstellungen gehen auf das Hexenwesen zurück. Und unter dem Begriff Hexen werden meist die Hexenverfolgungen bzw. der Hexenwahn des 15. bis 18. Jahrhunderts verstanden, von denen Männer und Frauen betroffen waren,
die der Magie bzw. der Ketzerei bezichtigt wurden. Die Hexenverfolgungen beruhten auf der Vorstellung, dass die sogenannten Hexen mit Hilfe des Teufels Schadenzauber anrichten konnten. Hexenprozesse, Hexenverfolgungen setzten in größerem Umfang im 15. Jahrhundert ein, erfuhren hinsichtlich Anzahl und Verbreitung zwischen dem 16. und der Mitte des 17. Jahrhunderts ihren Höhepunkt und verschwanden ab dem frühen 18. Jahrhundert weitgehend. Den Hexen wurde Schadenszauber vorgeworfen. Wir sind jetzt wieder im Bereich der schwarzen Magie. Schadenszauber an Mensch, zum Beispiel Verursachen von Krankheit, von Tod, von Impotenz, von Unfruchtbarkeit. Schadenszauber an Tieren, Verursachen des Todes von Kühen bzw. des abnormalen Verhaltens von Arbeitstieren, dann von Arbeitsgegenständen und bei der Gemeinschaft, zum Beispiel Verursachen von Hagelwetter oder Lawinen. Es gibt in Österreich die Riegersburg, eine der großen, wirklich noch gut erhaltenen Burgen, und in dieser Riegersburg ist eine ständige Ausstellung der Hexerei. Und in dieser Riegersburg sieht man von damals Karten, die gezeichnet wurden, wo auf den Karten gezeigt wurde, wie ein Gewitter zum Beispiel verlaufen ist. Und da haben die dahinter Hexen auf Besen gezeichnet, die dem Gewitter folgen, weil sie damals gesagt haben, die Hexen haben dieses Gewitter gemacht. Das ist eben dann dieser Wetterzauber oder Hagelzauber. Außerdem wurde den Hexen Häresie unterstellt, also die Mitgliedschaft in einer teuflischen Sekte. Und es gab eine Zone zwischen Oberdeutschland und Südfrankreich, in der die frühneuzeitlichen Hexenprozesse von Anfang an in großem Ausmaß einsetzten. Die Hexenverfolgung am intensivsten war. Nach einer Schätzung wurden in Westeuropa etwa 110.000 Hexenprozesse durchgeführt, etwa 10.000 davon im Raum der heutigen Schweiz. Das mal zur Geschichte. Es ist aber nicht so, dass das alles nur uralte Dinge sind. Es gibt auch heute noch Magie. Es wird zum Teil, wie gesagt, sogar wieder moderner. Außerdem gibt es Volksgruppen, die damit umgehen können. Ein Großteil des schwarzen Kontinents hat es entweder die Fähigkeit oder sie lernt es. Und ich bin spezialisiert auf Abwehr von schwarzer Magie. Und es gibt immer wieder auch Firmen, die sich melden. Also einfach mal aus der heutigen Zeit Beispiele für Sie. Eine Firma, wo mich der Geschäftsführer angerufen hat und gesagt hat, Herr Gref, ich habe plötzlich keine Aufträge mehr. Wir geben Angebote ab. Mich ruft sogar der Chef von der Firma an, wo ich angeboten habe, und sagt, Herr Sowieso, ich habe Ihr Angebot geprüft, Sie bekommen den Auftrag, meine Sekretärin schickt morgen die Bestätigung, und am nächsten Tag ruft die Sekretärin an, sagt einen schönen Gruß vom Chef, er hat den Auftrag doch anderweitig vergeben. Das ist so ein Fall, wo man dann irgendwann sagt, irgendwas stimmt nicht. Wir haben lange gebraucht, um herauszufinden, er war in Südafrika in Urlaub und hatte da ein wohl kleines Liebschaft oder was auch immer und hat diese junge Frau dort etwas sehr brutal dann sitzen lassen. Und für die ist das was völlig Normales. Sie hat ihm einfach den Betrieb auf Null gestellt. Das ist heute genauso möglich. Und wir müssen nicht in den schwarzen Kontinent gehen. Ich habe eine Firma, die ich betreue, die haben in Italien Ärger bekommen mit einem Süditaliener, der ein Konkurrent war, der durch sie, weil sie die besseren Produkte geliefert haben, also die Firmen haben gesagt, wir wollen lieber die Produkte von meiner Firma als die von dem Süditaliener. Daraufhin hat plötzlich die Maschinen, die Produktion hat gestockt und alles Mögliche. Das geht heute noch genauso. Ich habe auch Fälle in der Schweiz. Und es geht auch, dass Privatpersonen schwarze Magie einsetzen. Das kann relativ profane Gründe haben. Ich hatte einen Fall in der Ostschweiz, wo eine Familie, die hatte mehrere Hunde, und ein Hund ist plötzlich
wie gelähmt dagestanden, konnte gar nicht mehr richtig gehen. Und der Tierarzt hat gesagt, er findet überhaupt nichts, man soll prüfen, da muss irgendwas anderes vorliegen. Und es hat sich herausgestellt, dass sie mit einer Nachbarin im übernächsten Haus Streit hatten, etwas massiven Streit, aber das kann ja mal vorkommen. Und die hat sich wohl entweder ausgekannt oder schlau gemacht und hat einen magischen Angriff auf diese Familie geschickt. Und das ist was, was auch wichtig ist, wir kommen vielleicht nachher noch mal kurz drauf, Hunde und Pferde sind gerne bereit, sich zwischen Angriffe auf ihre Besitzer zu stellen. Das heißt, die nehmen die auf und versuchen, die abzuwehren. Das war bei dem Hund der Fall und dadurch hat es die Familie nicht getroffen. Und wir mussten eben dann auch diesen Angriff abstellen. Ich habe noch ein Beispiel, auch wieder aus der Schweiz, also ich habe aus allen Ländern Beispiele, wo man als normal denkender Mensch sagt, das kann irgendwo wahrscheinlich gar nicht sein. Und zwar hatte mich ein Mann angerufen, das heißt, seine Frau hat mich angerufen, ist aber wurscht. Die haben gewohnt in einer absoluten Villengegend. Es gibt ja so Gegenden, wo es nichts unter einer Million gibt oder deutlich drüber. Und hat gebeten, wenn ich wieder in der Schweiz bin, ich bin öfters in der Schweiz, soll ich doch bitte vorbeikommen. Und ich bin da hingegangen, wirklich wunderschöne Villa, Blick über die halbe Welt. Und der Mann hat es mit mir in den ersten Stock, in sein Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer hatte ein Fenster zum Nachbargrundstück, so vielleicht 4 Meter weg. Und auf dem Nachbargrundstück auf der Grenze stand eine Garage, das gibt es ja öfters. Und auf der Garage ein Gartenzaun, mehr als 1 Meter hoch, mit einem Schwert im Rücken. Was? Ein Schwert im Rücken. Ein Schwert. Das ist schwarze Magie. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, ist das schwarze Magie. Und dann kam die Geschichte. Er hat mir erzählt, der Nachbar, er hat einen Betrieb, der Nachbar hat einen Betrieb. Und sie haben etwa gleichzeitig gebaut. Und der Nachbar kam und hat gesagt, was wollen wir denn für einen Zaun machen? Und er hat gesagt, ich möchte einen verzinkten Zaun, wo man nie mehr was damit zu tun hat. Der Nachbar hat gesagt, das ist doch schade, so ein lebendiger Zaun ist doch was ganz Tolles. Und mein Klient hat gesagt, das will ich auf keinen Fall, das ist ja nur Arbeit. Und der Nachbar hat gesagt, du brauchst dich gar nicht drum zu kümmern, ich mache deine Seite mit, ich mache alles. Hat er gesagt, gut, mach mal einen lebendigen Zaun. Dann wurde der Zaun immer höher und immer breiter und noch höher und noch breiter. Dann hat er den Nachbar gebeten, dann hat er ihn aufgefordert. Zum Schluss muss das dem Anwalt übergeben. Zum Schluss ist per Gerichtsbeschluss die Hecke geschnitten worden. Und dann hat der Nachbar den Gartenzwerg auf seine Garage gesetzt, vor sein Bürofenster. Die haben wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Mein Klient hat dann seinen Anwalt gebeten zu schreiben, man möge doch dieses Ding wieder runternehmen. Und der Nachbar hat seinen Anwalt schreiben lassen, er findet es so wunderschön, der bleibt da sitzen. Und mein Klient hat gesagt, aber es ist für ihn schlimm, seine Aussicht, dass er das Ding sehen muss. Er bittet darum, dass er das auf seine Kosten verblenden darf, dass er das nicht sieht. Hat ein anderer gleich zurückgeschrieben, das lehnt er ab. Das ist auch Magie. An der Stelle möchte ich Ihnen aber noch was mitgeben. Ich habe mehrere Ausbildungen, ich bin unter anderem auch Rückführungstherapeut. Und solche magischen Angriffe unter Normalmenschen haben sehr häufig ihren Ursprung in früheren Leben. Falls Sie überhaupt an Wiedergeburt glauben, wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich habe dann angeregt, der Mann hat sich rückführen lassen und hat erlebt, dass er diesen anderen Menschen in ihrem früheren Leben irgendwas ganz Schlimmes angetan hat. Ich weiß nicht, hat ihn umgebracht oder seine Frau weggenommen oder irgendwas. Und hat, das wurde dann aufgelöst. Und das Ergebnis war, dass ein paar Wochen später mich die Frau angerufen hat und gesagt, Herr Gref, stellen Sie sich vor, der Nachbar war da, der Gartenzwerg ist weg. Und der Nachbar war da mit einer guten Flasche Wein, hat zu meinem Mann gesagt, lass uns wieder Freunde sein. So kann man es dann auch lösen, wenn es darin liegt. Ansonsten gibt es
Internet. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sehr, sehr gefährlich ist, im Internet Voodoo zu googeln oder zu suchen. Wenn eine Seite aufmacht, wo Voodoo drin ist, haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass direkt starke negative Energien auf Sie überspringen. Ich habe aber, weil ich solche Vorträge manchmal halte, im Internet gegoogelt und ich habe zum Beispiel so eine Seite gefunden. Die tut Ihnen jetzt nichts. Da sind zwei schwarzhäutige Damen drauf und die Überschrift heißt Voodoo, Original Voodoo-Zauber aus Afrika. Liebeszauber, Erfolgszauber, Schadenszauber, Puppenzauber, Voodoo. Da ist auf der einen Seite eine Dame, das ist die Assistentin, die lebt in Deutschland. Die nimmt die Aufträge an. Und auf der linken Seite ist die Oberhexe, bezeichnet sie sich, die wohnt in Kenia. Und die schreibt, sie ist seit ihrer Kindheit in den Praktiken, Weisheiten und Lehren des Voodoo ausgebildet und seit 10 Jahren Voodoo-Priesterin. Und sie schreibt, ich kann Ihnen in vielerlei Hinsicht helfen. Besonders in Liebesangelegenheiten bin ich sehr versiert. Ob es nun ein klassischer Liebeszauber ist, ein klassischer Liebeszauber heißt, ein Mensch begegnet ein anderes menschliches Wesen und möchte das gerne haben und das andere Wesen möchte aber nicht. Dann kann man einen Liebeszauber bestellen, der funktioniert übrigens, und dann verliebt sich diese andere Person in einen. Ich habe einen Fall in Salzburg, ein Paar, die passen überhaupt nicht zusammen. Und seit ich die beiden kenne, hat sie immer gesagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit ihm zusammen bin. Ich konnte den nicht leiden, wo ich ihn gesehen habe und wir sind seit Jahren zusammen. Bis er irgendwann mit etwas zu viel Alkohol versehentlich gestanden hat, dass er einen Liebeszauber gemacht hat. Es gibt heute noch Bücher in Esoterikhandlungen über schwarze Magie, wo Formeln drin sind, die funktionieren. Und es gibt eine Steigerung, die sie hier schreibt, über den klassischen Liebeszauber hinaus eine Partnerrückführung. Das heißt, jemand hat einen Partner, eine Partnerin, die hat ihn oder sie verlassen, ist schon lange wieder in einer anderen Beziehung, schreibt sie, auch in sehr aussichtslosen Fällen funktioniert die. Das ist der erweiterte Liebeszauber. Wenn man sowas in Auftrag gibt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man dann ganz viel Probleme kriegt, karmische Probleme. In der Bibel steht, was du anderen antust, wird dir auch geschehen. Also da sollte man sich wirklich im Klaren drüber sein. Und ich denke, manchmal belustigt zurück, ich habe vor ein paar Jahren diesen Vortrag auch hier in der Ostschweiz gehalten. Wie gesagt, ich habe eine eigene Akademie und ich halte solche Vorträge öfters für von mir ausgebildete Personen. Und er war in der Zeitung angekündigt und die Frau, für den ich den gehalten habe, ruft mich an und sagt, du Dietrich, mich hat ein Mann angerufen, dem ist seine Frau weggelaufen, schon vor einem Jahr, und er hat gefragt, was er machen kann, dass er die wiederkriegt. Dann habe ich gesagt, sag ihm, er soll mich anrufen und er hat mich angerufen. Und ich habe gesagt, ich habe zu ihm gesagt, wenn Sie da irgendwas tun, das wird Ihnen selbst derart schaden. Das dürfen Sie auf keinen Fall machen. Ich habe noch gefragt, kommen Sie zu meinem Vortrag? Sagt er ja. Ich habe gesagt, gut, dann werden Sie da mehr drüber hören. Halbe Stunde später ruft meine Schülerin wieder an und sagt, jetzt hat er wieder angerufen, hat gesagt, du machst es nicht, ob ich noch eine andere Adresse habe. Ob ich noch eine andere Adresse habe, hat er sie gefragt, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht. Es ist vielleicht verlockend, aber es ist sehr dumm, sowas zu machen. Die haben richtige Preislisten da auf der Seite. Je nachdem, was man bestellen möchte, kostet es dann pauschal einfach so und so viel. Man kann aber auch zum Beispiel einen Voodoo-Fluch herunterladen. Der ist durchgestrichen, damit man nicht lesen kann. Ich sage Ihnen, was drüber steht. Anleitung zum Voodoo-Fluch. Und dann kommt der Text. Und dann kommt unten drunter, also was mit der Text und was man dann tun muss. Und dann steht, innerhalb dieser 3 Tage wirst du vom Unglück des Opfers erfahren.
Die funktionieren, diese Dinge. Das ist für uns was ganz, ganz Fremdes, weil es nicht unsere Kultur ist, aber durch Internet, Sie wissen das, heute erfahren Sie, wenn in China jemand irgendwas tut oder irgendwas, und deswegen, das kommt alles immer mehr auch zu uns rüber. Wir hatten in Österreich oder haben in Österreich eine Büromaterialkette, die hat bis vor 2 Jahren ganz normal im Programm kleine Strohpuppen mit Nadeln verkauft, als Voodoo-Puppen. Und die Leute haben das gekauft und haben mal probiert, was da passiert. Ohne dran zu denken. Sheldrake hat über die hermeneutischen Potenzialfelder damals schon geschrieben, dass wir alle irgendwo vernetzt sind. Und natürlich funktionieren diese Dinge. Wahrsagen gehört auch in den Bereich rein. Sie wissen das. Vor allem, also wenn ein Wahrsager sagt, du wirst glücklich werden, dann freue ich mich. Das finde ich eine tolle Idee, weil man oft sich an diese Aussage ein bisschen klammert und dann hat das Glücklichwerden eine bessere Chance. Aber wenn ein Wahrsager jemandem sagt, dass was ganz Schlimmes passieren wird, dann setzt einfach das ein, was Vera Birkenbiel, die deutsche Gehirnforscherin, als SEP, selbsterfüllende Prophezeiung, gesagt hat. Man geht derart in die Angst, dass man das anzieht. Und es passiert heute noch, dass jemand auf der Straße angesprochen wird und irgendjemand sagt, darf ich Ihnen aus der Hand lesen? Und erzählt dann irgendwelche Katastrophen. Und die Leute werden wirklich nicht mehr froh und leben in der ständigen Angst, dass das kommen merkt. Es gibt im Fernsehen, haben Sie vielleicht auch gesehen, es gibt ja Sendungen, wo man dann anrufen kann und da kriegt man auch über Karten oder über irgendwelche anderen Wege, Kaffeesatz lesen, plötzlich irgendwelche Informationen über die Zukunft. Aber meistens nichts Sinnvolles. Leider. Es gibt im schwarzmagischen Bereich den Krankheitszauber. Das ist so etwas Ähnliches wie das, was ich vorher gesagt habe, wo man erreicht, dass jemand, der einem im Weg ist oder aus Rache oder aus irgendwelchen Gründen, dass die Person krank wird. Vor allem deswegen schlimm, weil schulmedizinisch nichts feststellbar ist. Das heißt, wenn die Person krank ist, kann man ihr mit normalen Mitteln nicht helfen, weil es keine organische Erkrankung ist. Es gibt einen Zauber, um Konkurrenten loszuwerden. Ich habe auch so, das war in Salzburg ein Fall gehabt, wo eine Mitarbeiterin das Geschäft übernehmen wollte und solchen Zauber gemacht hat. Es gibt Persönlichkeitszerstörungszauber, es gibt, wie gesagt, den Liebeszauber oder den mächtigen Liebeszauber und den Partnerrückholzauber. Es fallen darunter aber auch Flüche, Verwünschungen, Racheschwüre. Wobei, jetzt müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie mal irgendwann in der Wut was gesagt haben, weil Ihnen jemand die Vorfahrt genommen hat. Das reicht noch nicht, dass jetzt fürchterliche Aktivitäten im Kosmos beginnen. Aber wenn man jemanden wirklich verflucht, und es gibt Fälle, wo wir in der Praxis haben, dass jemand kommt und sagt, mein Vater hat mich verflucht oder meine Mutter hat mich verflucht, das sind Dinge, die wirklich wirken. Ein Fluch ist ein absolut magisches Instrument. Ein Fluch trifft immer die Person, auf die es gedacht ist, bleibt auch zu etwa 40% dort kleben, allerdings fallen 60% zurück. Das heißt, der Verfluchende ist unterm Strich immer noch schlechter dran als der Verfluchte. Ein Fluch hat aber noch eine zweite sehr komische Eigenschaft, und zwar, jetzt wieder für diejenigen, die an Wiedergeburt glauben, wenn eine Person eine andere Person verflucht, werden die beiden Seelen wie mit einem Seil miteinander verbunden, über so viele Leben, bis irgendwann der Fluch getrennt wird. Das heißt, er kann auf ganz, ganz lange Zeit laufen. Und manche Dinge, die wir im heutigen Leben erleben oder nicht erleben oder uns Probleme machen, können als Hintergrund so einen Fluch haben, können als Hintergrund eine Verwünschung haben, einen Racheschwur, fast immer aus früheren Leben.
Das sind auch wieder die Dinge, wo man schulmedizinisch nichts feststellen kann. Es gibt Fälle, wo eine Seele verflucht wurde, du sollst nie mehr Kinder haben. Und diese Frau kriegt so lange keine Kinder, bis man den Fluch auflöst. Egal über wie viele Leben zum Beispiel. Das läuft auch unter Magie. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt in dem Bereich. Und zwar immer noch frühere Leben. In Faust löst Goethe, sagt der Faust, hat einen Pakt geschlossen. Und das ist so etwas Einmaliges, wenn man das so liest. Aber es gibt eine gewisse Prozentzahl von Menschen, die einen Pakt früher mal geschlossen haben. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin auch Rückführungstherapeut. Ich habe eine Akademie, ich habe einige hundert Leute ausgebildet. Ich kriege auch Rückmeldungen aus zum Teil Terminen. Und wir kommen immer mal wieder in einer Rückführung, in ein Leben. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen wieder eine Klientin, die in einem Leben war und die gesagt hat, ich bin ein junger Mann, ich bin am Verhungern. Und jetzt kommt eine gut gekleidete Gestalt und sagt zu mir, du kannst so viel zum Essen haben, wie du möchtest. Du musst mir nur für immer und ewig deine Seele überschreiben. Und dann hat sie, das war so lustig, hat sie gesagt, ja, was hätte ich denn machen sollen? Ja, was hätten wir gemacht? Wir hätten natürlich gesagt, bevor ich sterbe, wo darf ich unterschreiben? Zumal man davon ausgegangen ist, immer und ewig ist ohne Bedeutung, weil früher war man ganz sicher, dass nach dem Tod sowieso nichts mehr ist. Aber solche Pakte laufen bis heute und machen das Leben mehr oder weniger schwer. Das ist alles noch im Bereich der Magie. Für mich gehören auch generell Fremdeinflüsse dazu. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit dem Thema Fremdeinflüsse, Besetzungen schon mal irgendwo davon gehört, auseinandergesetzt oder sonst was haben. Es ist so, dass es schon damit anfängt, dass wir lernen, wir alle haben das gelernt, wenn wir sterben, sind wir tot. Und wenn man dann wirklich stirbt, in Rückführungen kann man das erleben, dann stellt man fest, dass man nicht tot ist, sondern der Körper ist unbrauchbar, aber die Seele ist unzerstörbar. Und jetzt passiert Folgendes, das kann man, wie gesagt, erleben. Normalerweise, wenn man stirbt, wird man abgeholt, meistens von einem Engel, von einem Lichtwesen, einem vorher verstorbenen Verwandten. Es gibt aber auch Fälle, wo Personen da bleiben. Zum Beispiel, weil sie sagen, ich habe was Schlimmes getan. Zum Beispiel, wenn jemand Selbstmord begangen hat, weil er gelernt hat, wenn man das gemacht hat, darf man nicht in den Himmel kommen oder Ähnliches. Und das sind sogenannte erdgebundene Seelen oder Seelen Verstorbener, die dann unter Umständen eine lebende Person besetzen. Das fängt an, dass zum Beispiel eine Mutter, wenn das Kind klein ist, wenn sie früh sterben muss, ihr eigenes Kind bei ihrem Kind bleibt, weil sie sagt, ich möchte meinem Kind helfen. Das kann sein im Bereich Bekanntschaft. Wir haben sehr viele Fälle von sogenannten Zufallsbesetzungen. Zufallsbesetzung heißt, wenn ich im Krankenhaus operiert werde und ich bin in Narkose, dann ist mein Körper ungeschützt oder geöffnet oder meine Aura, mein Lichtkörper ist geöffnet. Wenn zu dem Zeitpunkt im Spital jemand stirbt, der zum Beispiel durch Unfall überraschend auch noch gestorben ist, habe ich eine ziemlich gute Chance, besetzt zu werden von der Seele dieser verstorbenen Person. Mit dem Ergebnis, dass ich plötzlich anders fühle manchmal, dass ich zum Beispiel auch Symptome dieser anderen Person habe oder in vielen Fällen nur, dass ich immer weniger Energie habe als vorher, ohne dass ich jetzt sagen kann, woher das kommt. Das ist sehr häufig der Fall, wenn man besetzt worden ist. Es gibt auch typische Besetzungen, wenn man zum Beispiel in der Wirtschaft zu viel Alkohol trinkt, dann hat man die gute Chance,
von einer verstorbenen Alkoholikerseele besetzt zu werden, was, es gibt Bücher darüber, manchmal dazu führt, dass man ab da viel mehr trinkt. Es kann sein, wenn man einen Wutanfall hat, das kann ja auch mal passieren, dass man besetzt wird durch eine Seele, die gern streitet, und ab dann streitet man mehr. Es kann sein, wenn man in tiefer Trauer auf dem Friedhof ist, dass dann irgendeine andere Seele, die da auch ist, weil die so traurig ist, dass sie so früh sterben musste, einen besetzt, dann wird die Trauer verstärkt und so weiter. Das ist für mich auch alles gehört in den Bereich deswegen rein, weil sobald sie von einer anderen Seele besetzt werden, sind sie nicht mehr nur sie selbst, sondern die andere Seele nimmt immer Einfluss auf sie. Das ist also auch eine andere Form von Magie für mich. Ob das jetzt jemand schickt oder ob ich mir das reingezogen habe, dann werde ich trotzdem fremd beeinflusst. Aber dagegen kann man auch was tun. Das kann man prüfen lassen, ob man besetzt ist, und kann das auch dann entsprechend lösen lassen. Schutztechniken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu schützen, weil wir im Haus Vostag sind. Natürlich gibt es zum Beispiel den Schutzschild von Vostag. Es gibt den Schutzstein, das ist der schwarze Turmalin, der sehr gut ist. Es gibt Psalmen für Leute, die jetzt mehr christlich sind. Es gibt wunderschöne Psalmen, über die man sich schützen kann. Es gibt Schutzzeichen. Es wurde vorher das Pentagramm angesprochen. Das sieht so aus. Pentagramm ist im Moment nicht so fürchterlich stark im Schutz. Es hat auch einen Nachteil, man kann es auf den Kopf stellen. Dann ist es ein satanisches Symbol. Wenn, ist es besser, das Hexagramm zu nehmen oder den Davidstern. König David hatte dieses Symbol seinerzeit, es hat nichts mit den Juden zu tun, dieses Symbol seinerzeit bekommen, um Dämonen zu bannen von einem Erzengel. Und deswegen, wenn es um Magie geht, ist das Symbol im Moment, gehört es zu den starken, die man nehmen kann. Wenn es aber keinen aktuellen Grund gibt, dass Sie sagen, ich habe jetzt Angst, dass ich einen magischen Angriff oder sowas habe, ist der beste Schutz, sich gar nicht zu schützen. Ich möchte es nochmal sagen, Angst zieht an wie ein Magnet. Und wenn jemand sagt, ich muss mich morgens, mittags, abends schützen, dann kommt irgendwo natürlich raus, der Verstand merkt das. Das ist so wie bei diesen Positivbüchern, wo drin steht, wenn Sie ein Ziel haben, sollen Sie überall im Haus Zettel hinkleben, ich habe 1 Million oder irgendwas. Und der Verstand sagt, das kann ja nicht stimmen, wenn da überall Zettel sind, haben wir es nicht. Und so ist es da auch. Also wenn Sie nicht einen aktuellen Grund haben, brauchen Sie auch keinen großen Schutz. Und wenn Sie meinen, dass irgendwas bei Ihnen nicht stimmt, können Sie mir gerne eine Mail schicken. Die Website wird bestimmt eingeblendet. Und dann kann ich Ihnen sagen, ob bei Ihnen Fremdeinflüsse vorliegen und welche Art die vorliegen, und kann die auch beseitigen, wenn da irgendwas Schlimmes, Wichtiges sein sollte. So. Die Frage, ob bei Blutaustausch etwas übernommen, übertragen werden kann. Die Antwort ist 29 Jahre. Teil 1, die Antwort ist eindeutig ja. Zu der Frage, wenn es 20 oder 30 Jahre her ist, wenn ein Blut übertragen wurde, wo die Seele einer verstorbenen Person mitgekommen ist und es ist seither kein Clearing gemacht, dann wäre es heute immer noch da. Es gibt Einzelfälle, wo man mit diesen Seelen Verstorbener Kontakt aufnehmen kann, und die bestätigen immer, dass sie in dem Moment, wenn sie eine Person besetzt haben, nicht mehr alleine rauskommen können, sondern nur im Rahmen eines Clearings, also einer Hilfestellung, dass sie rauskommen können. Deswegen ist die Dauer, ob das jetzt 5 Tage oder 50 Jahre ist, völlig egal. Aber das kann man sehr leicht prüfen. Das heißt, Sie können mir nachher die Daten Ihrer Tochter geben, nach dem Ding, und ich kann Ihnen sagen, ja oder nein. Zuschauer können mir gerne einfach eine Mail schreiben, und ich kann Ihnen auch sagen, ob Fremdeinflüsse vorliegen oder nicht vorliegen.
Für Sie liegen auch drüben Prospekte, wenn das jemand möchte, wo das auch drin steht. Ob man beim Blutspenden besetzt werden kann, ist sehr unwahrscheinlich, weil Sie geben was ab. Sie bekommen nichts, Sie geben was ab und das ist sehr unwahrscheinlich. Da müssten Sie in einem sehr instabilen Zustand in das Krankenhaus gehen, dass Ihre Aura sowieso offen ist, weil Sie übermüdet sind oder irgendwas. Weil im Krankenhaus, hatte ich vorher schon mal erwähnt, hat man immer Chancen, besetzt zu werden. Genauso wie in Altersheimen, in Kirchen, auf Friedhöfen. Ja, dann war dann noch, ja. Also die Frage ist, ob Voodoo nur bei Menschen funktioniert, die daran glauben. Oder generell Magie nur bei Menschen, die daran glauben. Sie sagen, es gäbe wissenschaftliche Untersuchungen, dass das so sei. Das bestreite ich. Weil aus meiner Erfahrung hat es viele erwischt, die nicht daran geglaubt haben, die noch nie was davon gehört haben, die sich auch gar nicht vorstellen konnten, dass es das gibt. Ich bin der Meinung, dass richtiges Voodoo, wenn das jemand macht, der das gelernt hat, so wie diese Frau, die sagt, sie ist Voodoo-Priesterin, bei jedem durchkommt. Nur nochmal, wenn sie durchkommt oder wenn ein Angriff, ein magischer durchkommt, dann kann man den auch wieder abwehren und abstellen. Das ist ganz wichtig. Man ist dem nie ausgeliefert. Das ist ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen. Und wie gesagt, wenn jemand das Gefühl hat, Sie können sich gerne an mich wenden. Ich bin darauf spezialisiert, auch auf die hohen Formen und konnte bisher alle abwenden. Also beim Thema Impfen würde ich empfehlen, da gibt es einschlägige Literatur. Ob Impfen gefährlich ist, ob es nicht gefährlich ist, was da mitkommen kann oder ähnliches, passt für mich hier gar nicht rein. Ich habe eine sehr eindeutige Meinung dazu persönlich, aber es hat für mich nichts mit Magie zu tun. Natürlich gibt es Aussagen, es gibt jetzt auch Untersuchungen, selbst von amerikanischen Gesundheitsbehörden, dass verschiedene Impfungen total sinnlos sind. Und das sollte aber jeder sich selber kundig machen und für sich selber entscheiden, was er da macht oder nicht macht. Es gibt Kettenbriefe, das ist richtig. Es gibt jetzt auch viel PowerPoint-Präsentationen, wo die letzte Seite steht. Du musst es an 10 Leute weiterleiten, dann kriegst du was ganz Tolles. Und wenn du es nicht machst, dann passiert was ganz Schlimmes. Da gibt es ein kosmisches Gesetz und das kosmische Gesetz heißt, egal ob du glaubst, es ist so oder es ist nicht so, du behältst in jedem Fall Recht, weil jedem geschieht nach seinem Glauben. Ich würde nie in die Falle gehen. Wirklich nicht. Ich würde nicht in die Falle gehen. Weil solange Sie nicht jetzt wirklich in die Angst gehen und sagen, ah, jetzt habe ich, dann passiert nichts. Aber nochmal, Angst ist das. Es hat mal jemand gesagt, wenn wir fokussieren könnten mit der gleichen Energie, mit der wir Angst haben, wir könnten alles erreichen. Weil Angst macht plötzlich alles zu, man ist nur noch auf einen Punkt fokussiert. Sie haben das vielleicht erlebt, da gibt es einen Skihang und mittendrin steht ein Baum und der Skilehrer sagt oben, fahrt links vorbei, fahrt rechts vorbei und irgendeiner sagt, ich ja, und fährt genau in den Baum rein. Da geht nichts mehr. Und mit der Einstellung würden Sie auch Pech haben, wenn Sie das nicht beantworten. Aber im Normalfall überhaupt nicht. Das ist, ich schreibe meinen Bekannten, die mir sowas schicken, ich möchte sowas nicht mehr haben. Und ich antworte auch nicht. Manchmal steht drin, man soll auch denen das zurückschicken. Das schreibe ich dann nicht zurück, mache ich auch nicht. Nehme ich einfach von der Liste für so einen Blödsinn, habe ich keine Lust. Ich habe schönere Dinge zu tun. Ich liebe Kettenbriefe, also so Sachen, wo man, wenn man schreibt und wenn du das jetzt aufmachst, dann hast du 10 Tage Glück. Dann freue ich mich. Also der Brief ist nie Voodoo besetzt oder schwarzmagisch besetzt. Das sind einfach so Blödsinnsdinger. Die hat irgendjemand in die Welt gesetzt, so wie die ganzen anderen Kettenbriefe, wo Sachen drinstehen, die gar nicht stimmen. Sie kriegen Kettenbriefe, dass irgendjemand, dass sie Blut spenden sollen, einer bestimmten Blutgruppe für jemanden, der Leukämie hat, wobei das gar nicht auf die Blutgruppe ankommt, lauter so Zeug. Da wird im Moment sind, glaube ich, 95% aller Mails sind Spam-Mails. Das ist gigantisch, was da passiert. Die Frage war, ob wir uns unsere Eltern selbst ausgesucht haben oder ob ihre Kinder sie als Eltern ausgesucht haben. Als Rückführungstherapeut kann ich Ihnen sagen, eindeutig ja. Das ist was ganz Tolles für Sie, auch für die Enkel. Weil wenn die meckern, kann sie immer sagen, ich habe nichts damit zu tun, du hast mich ausgesucht.
Ja, Sie sind sofort raus. Wir haben Ja gesagt, aber mehr nicht. Also wenn eine Seele stirbt, dann wird sie allein behandelt. Und wenn 10 gleichzeitig sterben, wird trotzdem normal jede für sich ihren eigenen Weg gehen. Wir haben jeder einen eigenen Lebensplan. Auch das kann man übrigens in der Rückführung anschauen. Man kann in der Rückführung sich zurückführen lassen an vor den Beginn dieses Lebens, um zu schauen, was habe ich in diesem Leben geplant. Und man plant immer, wo man inkarnieren will und unter welchen Umständen man inkarnieren will, weil alles im Prinzip karmische Hintergründe hat. Das, wo in der Bibel steht, was du anderen antust, musst du selbst erleben. Deswegen warne ich auch davor, schwarze Magiespiele zu machen. Weil wenn ich irgendjemandem schade, dann kriege ich es in dem Leben oder im nächsten Leben wieder ab. Wenn Sie einen Fluch durch ein Ritual unterstützt ausgesprochen haben, ob Sie den zurücknehmen können, das können Sie aber nur in einem ganz bestimmten Ritual. Es reicht nicht, dass Sie sagen, war nicht so gemeint. Das reicht nicht. Die eine Frage war Tätowierungen. Tätowierungen sind natürlich in erster Linie, würde auch der Herr Doktor sagen, ein Schaden an der Haut. Ein bleibender, denke ich. Und schon deswegen nicht sinnvoll. Und da kommt sehr stark darauf an, was man sich tätowieren lässt. Ob man sich Blümchen tätowieren lässt oder eben dann doch zum Teil magische oder satanische oder sonstige Dinge. Und das Zweite war die Frage, Videoclips, die auch so fast satanischen Hintergrund haben, bin ich ziemlich sicher, dass sie, und jetzt kommen wir aber wieder auf das, was der Frager vorher gesagt hat, auf die Personen wirken, die dafür in Resonanz gehen. Es gibt das Gesetz der Resonanz, Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn ich latent bereit bin, mich damit zu beschäftigen und ich schaue so einen Videoclip an, wo irgendwelche satanischen Dinge drin sind, dann wird es mich treffen. Wenn ich damit überhaupt nichts am Hut habe, denke ich, ist es schwieriger, dass die durchkommen. Aber sicher kann ich es auch nicht verhindern. Man kann am besten diese Clips einfach ausschalten, wenn man sieht, um was es geht. Es gibt ja wunderschöne Clips. Die Frage, wie man selbst herausfinden kann, ob man besetzt ist, ist sehr, sehr schwierig. Das kann man ganz einfach machen, indem man bei mir eine Ausbildung besucht. Ich mache Ausbildung in Deutschland, Österreich und Schweiz, steht alles auf meiner Website. Dann lernt man das, dann kann man sich auch selbst prüfen. Ansonsten können sich die Teilnehmer, die hier sind, gerne am Anschluss, wer möchte, kann ich prüfen, ob sie besetzt sind oder nicht. Ich werde nie sagen, was es konkret ist, aber ich kann sagen ja oder nein. Und die Zuschauer, wie gesagt, können mir eine Mail schicken und können sich auch prüfen lassen, wen das interessiert. Die Prüfung selbst ist immer kostenlos. Ich schreibe dann besetzt ja oder nein und dann kommt auch die Information, was es kosten würde, wenn ein Clearing auf die Ferne gemacht werden würde. Eine Befreiung auf die Ferne gemacht werden würde. Weil es können nicht alle nach Klagenfurt kommen, das wäre auch unsinnig. Magie kann nicht durch Schauungen und Prophetie erklärt werden, aber Schauungen und Prophetie gehören in die Magie rein. Wenn Menschen in die Zukunft schauen können, ist es eine besondere Fähigkeit. Und es gibt Menschen, die damit sehr sorgsam umgehen. Und es gibt die anderen, die alle möglichen Leute anquatschen, was absolut nicht gewollt ist, auch nicht im Sinne der Schöpfung oder des Universums. Wenn jemand, deswegen ist es eine ganz interessante Frage, die Sie stellen, wenn jemand über die Zukunft etwas wissen möchte, ist die sicherste Möglichkeit eine Vorausführung. Das klingt jetzt komisch. Ich kann ja im heutigen Leben rückführen. Das ist für jeden logisch, weil Sie haben ja schon gelebt bis jetzt. Da kann ich zurückgehen in jeden Moment. Aber da jeder von uns einen Lebensplan hat, in dem die Highlights festgelegt sind, wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, können Sie sich 5 oder 10 Jahre vorausführen lassen. Dann erleben Sie das aber, was ist. Und Sie kriegen es nicht gesagt, weil alle Führungen rück- oder voraus werden immer von Ihrem höheren Selbst geleitet. Ist auch keine Angstsache. Selbst wenn Sie jetzt in der Vorausführung erleben würden, dass in 6, 7 Jahren irgendwas Gravierendes, Negatives wäre, dann würde Ihnen das nur gezeigt, weil man es verhindern kann. Das heißt, man kann das dann vermeiden. Die Frage war, ob man nur bei schlechten, starken Gefühlen besetzt werden kann. Die Antwort ist nein.
bei jeder starken Emotion kann man besetzt werden. Wir haben ab und zu den Fall, dass jemand im Urlaub einen Flirt hatte und dann zum Beispiel besetzt heimkommt. Und das war, zumindest der Flirt war nichts Trauriges, sondern was sehr Fröhliches. Welche Wirkungen haben Versprechungen, Schwüre, Eide und Gelübde, die gelten? Jetzt kommt es noch darauf an, wem gegenüber man die abgegeben hat. Wir haben zurzeit einiges damit zu tun, dass die dunkle Seite, lassen Sie es einfach mal mit so stehen, die Fürsten der Unterwelt, alte Versprechen oder Verträge fällig stellen im Prinzip. Und die muss man dann wirklich mit denen auflösen. Das geht auch nur, das geht nicht auf die Ferne, das geht nur in einem persönlichen Termin. Zumal meistens in diesen Fällen im Lichtkörper auch irgendwelche Blockaden eingebaut wurden damals und die müssen dann auch ausgebaut werden. Das ist ein Versprechen oder diese Sachen, das sollte man wirklich nicht leichtfertig machen. Die wirken und die gelten, bis man sie auflösen kann. Die Frage, wie man feststellen kann, ob jemand besetzt ist, es gibt erstens mal 10 Erkennungsmerkmale, wobei man das aber nicht isoliert sehen darf. Weil sonst würde man zu irgendjemand, es gibt eine Aussage, wenn dir jemand nicht in die Augen schauen kann, ist gut möglich, dass er besetzt ist. Aber du kannst jetzt sagen, du bist besetzt, vielleicht ist die Person nur schüchtern. Die sicherste Methode, die wir immer anwenden, ist über Pendel. Das biete ich, wie gesagt, auch nachher an, wenn die Kameras dann weg sind. Über die Aura die Hauptchakren zu testen. Wenn die Hauptchakren frei sind, das heißt, das Pendel sich bewegt, ist keine Besetzung. Wenn mehrere Chakren blockiert sind, sind sie zu 99% besetzt. Aber das ist als Selbsttest auch wieder sehr schwierig, weil man einfach sich selber dann in der Form kaum testen kann. Die Frage, darf ich eine Person, die nichts davon weiß, ohne ihr Wissen befreien lassen? Im Normalfall nicht. Es gibt Sonderfälle, wenn Sie sagen, das ist mein Vater und dem geht es sehr schlecht und mit dem kann ich nicht drüber reden. Wenn Sie sagen, mein 2-jähriges Kind kann ich auch nicht fragen, das sind andere Fälle. Aber so, dass man sagt, der wäre mir sympathisch oder so, den lasse ich mal klären, das bitte nicht. Im Vatikan gibt es eine Fakultät für Exorzismus, was kann man davon halten? Ich finde es sehr, sehr schade, dass es diese Fakultät gibt, weil die sagen, ein Dämon ist ein ganz schlimmes Wesen und das muss man so lange malträtieren, bis es geht. Zum Teil ja sogar dann auch die besetzte Person mitnimmt. Das führen ja eine ganze Menge Exorzismusaktionen dazu, dass die betroffene Person stirbt. Wenn es eine Schöpfung gibt, dann sind Dämonen genauso Kinder Gottes wie Engel oder andere. Und wenn ich habe öfters mit dämonenstarken Energien zu tun, die kann man mit sehr viel Liebe ablösen, ohne dieses ganze Theater. Und dann passiert auch nichts. Deswegen finde ich schade, dass man da so tut, wie wenn, sagen wir mal, dass die gegen Gott wären, weil wenn Gott allmächtig ist, kann es nichts gegen Gott geben. Lassen wir es mal so stehen. Die Frage war, ob beim Krankenhausaufenthalt die Lokalanästhesie dem Vollnarkose vorzuziehen wäre, um nicht besetzt zu werden. Das würde ich vom Einzelfall abhängig machen, weil oft ist dann die Vollnarkose doch wieder angenehmer. Man kann aber, erstens wird man nicht grundsätzlich besetzt und zweitens kann man, wenn man ins Krankenhaus geht, jemand von uns informieren und dann wird der Schutz verstärkt und normalerweise passiert dann auch nichts. Die Fälle, wo ich kenne, das war einfach ganz unvorbereitete, aber zum Teil mit extremen Folgen, je nachdem, was man da dann aufliest. Weil es kann sein, dass man eine Seele aufliest, deren Symptome man übernimmt und man hat dann plötzlich irgendwelche ungeklärten Schmerzen. Ich hatte einen Fall in der Schweiz von einer Frau, die seit 15 Jahren fürchterliche Schmerzen im rechten Knie hatte, weil sie, als sie den Blinddarm vor 15 Jahren operieren ließ, ein Motorradfahrer eingeliefert worden war, dem das rechte Bein am Knie abgerissen wurde, der diese Frau besetzt hat und 15 Jahre die Schmerzen gelebt hat in ihr. Mit allem, mit Uniklinik und allen Untersuchungen, die kam auch mit Krücken.
Und nach dem Clearing hat sie die Krücken stehen lassen, ist einfach rausgegangen. Also Krankenhaus ist nicht ungefährlich. Die Frage ist, wie weit kann man sich selbst schützen? Nochmal, solange kein wesentlicher Grund besteht, am besten gar nicht schützen. Und wenn, haben Sie natürlich recht, wenn Sie in Ihrer Mitte sind und wenn es Ihnen gut geht, dann sind Sie viel schwerer zu besetzen, wie wenn Sie jetzt gerade einen schweren Infekt haben oder einen großen emotionalen Zustand erreicht haben. Die Frage ist, wenn eine Seele den Körper verlassen hat, also durch Tod, wie lang kann man sich vorstellen, geht es, bis sie wiederkommt? Das ist absolut, wir haben immer den freien Willen. Und alles, was ich hier sage, ist einfach das Ergebnis von im Prinzip Millionen Rückführungen, weil ich auch in verschiedenen Verbänden bin, wo ich auch Rückmeldungen kriege. Es gibt Fälle, wo eine Seele sehr schnell wiederkommt, weil sie sich rächen möchte. Es gibt zum Beispiel von das Buch Wiedergeburt, die Beweise, wo Fälle beschrieben sind, wo ein Vierjähriger den Mörder aus seinem letzten Leben überführt. Der war ganz schnell wieder da. Und es gibt andere Fälle, wo man sagt, ich war 200-300 Jahre, weil es völlig bedeutungslos ist. Im Moment haben wir relativ viele Personen da aus dem Zweiten Weltkrieg, die entweder wieder gut machen wollen oder wirklich sich rächen wollen. Die Frage ist, wie weit man eine Seele zurückverfolgen kann. Wahrscheinlich kann man sie zurückverfolgen bis zum Zeitpunkt, wo es überhaupt losgegangen ist, als Mineral, als Pflanze, als Tier. In der Rückführungstherapie wird es eigentlich nie gemacht, weil in der Rückführungstherapie geht man auf Symptome, die eine Person hat, um die Urursache zu lösen. Und die Urursache ist nicht in früheren Planeten oder als Pflanze oder so entstanden, sondern irgendwann nach der Steinzeit. Und das Schöne ist, wenn man eine qualifizierte Rückführung macht, eine qualifizierte Rückführung heißt, dass wirklich aufgelöst wird, dann sind in sehr vielen Fällen auch bei chronischen Krankheiten die Symptome plötzlich weg und die Person ist ganz gesund. Hunde und Pferde schützen, springen manchmal ein, habe ich gesagt, um Besitzer zu schützen. Katzen halten sich vorwiegend raus. Katzen schlafen auf Störfelder zu Hause, die können sie als Detektor benutzen. Wenn die Katze auf ihrem Bett schläft, steht ihr Bett falsch. Während Hunde von Störfeldern weggehen, da wo der Hund schläft, können sie auch schlafen. Die Frage zu der Magie der Kräuter, die Kräuter haben durchaus was. Wir werden auch oft angefragt, dass jemand sagt, ich hatte Besetzungen oder Seelen oder Energien im Haus, da war jemand da, um zu räuchern. Und ich sage immer, Räuchern ist ganz toll für die Energie. Nur die Seelen gehen dadurch nicht raus. Da braucht man Clearing-Therapeuten. Dann bedanke ich mich, oder der Michael macht das. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie so interessiert waren und wünsche Ihnen ganz viel schöne Zeit. Wer möchte, kann sich dann jetzt noch gerne testen lassen. Relativ profane Gründe haben. Ich hatte einen Fall in der Ostschweiz, wo eine Familie, die hatte mehrere Hunde und ein Hund ist plötzlich wie gelähmt dagestanden, konnte gar nicht mehr richtig gehen. Und der Tierarzt hat gesagt, er findet überhaupt nichts, man soll prüfen, da muss irgendwas anderes vorliegen. Und es hat sich herausgestellt, dass sie mit einer Nachbarin im übernächsten Haus Streit hatten, etwas massiven Streit, aber das kann ja mal vorkommen. Und die hat sich wohl entweder ausgekannt oder schlau gemacht und hat einen magischen Angriff auf diese Familie geschickt. Und das ist was, was auch wichtig ist. Wir kommen vielleicht nachher noch mal kurz drauf. Hunde und Pferde sind gerne bereit, sich zwischen Angriffe auf ihre Besitzer zu stellen. Das heißt, die nehmen die auf und versuchen, die abzuwehren. Das war bei dem Hund der Fall und dadurch hat es die Familie nicht getroffen.
und wir mussten eben dann auch diesen Angriff abstellen. Ich habe noch ein Beispiel, auch wieder aus der Schweiz, also ich habe aus allen Ländern Beispiele, wo man als normal denkender Mensch sagt, das kann irgendwo wahrscheinlich gar nicht sein. Und zwar hatte mich ein Mann angerufen, das heißt, seine Frau hat mich angerufen, ist aber wurscht, die haben gewohnt in einer absoluten Villengegend. Es gibt ja so Gegenden, wo es nichts unter einer Million gibt oder deutlich drüber. Und hat gebeten, wenn ich wieder in der Schweiz bin, ich bin öfters in der Schweiz, soll ich doch bitte vorbeikommen. Und ich bin da hingegangen, wirklich wunderschöne Villa, Blick über die halbe Welt. Und der Mann ist mit mir in den ersten Stock, in sein Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer hatte ein Fenster zum Nachbargrundstück, so vielleicht 4 Meter weg. Und auf dem Nachbargrundstück auf der Grenze stand eine Garage, das gibt es ja öfters. Und auf der Garage ein Gartenzaun, mehr als 1 Meter hoch, mit einem Schwert im Rücken. Wie das? Ein Schwert im Rücken. Ein Schwert. Das ist schwarze Magie. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, ist das schwarze Magie. Und dann kam die Geschichte. Er hat mir erzählt, der Nachbar, er hat einen Betrieb, der Nachbar hat einen Betrieb. Und sie haben etwa gleichzeitig gebaut. Und der Nachbar kam und hat gesagt, was wollen wir denn für einen Zaun machen. Und er hat gesagt, ich möchte einen verzinkten Zaun, wo man nie mehr was damit zu tun hat. Der Nachbar hat gesagt, das ist doch schade, so ein lebendiger Zaun ist doch was ganz Tolles. Und mein Klient hat gesagt, das will ich auf keinen Fall, das ist ja nur Arbeit. Und der Nachbar hat gesagt, du brauchst dich gar nicht drum zu kümmern, ich mache deine Seite mit, ich mache alles. Hat er gesagt, gut, mach mal einen lebendigen Zaun. Dann wurde der Zaun immer höher und immer breiter und noch höher und noch breiter. Dann hat er den Nachbar gebeten, dann hat er ihn aufgefordert. Zum Schluss musste es dem Anwalt übergeben, zum Schluss ist per Gerichtsbeschluss die Hecke geschnitten worden. Und dann hat der Nachbar den Gartenzwerg auf seine Garage gesetzt, vor sein Bürofenster. Die haben ja schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Mein Klient hat dann seinen Anwalt gebeten zu schreiben, man möge doch dieses Ding wieder runternehmen. Und der Nachbar hat seinen Anwalt schreiben lassen, er findet es so wunderschön, der bleibt da sitzen. Und mein Klient hat gesagt, aber es ist für ihn schlimm, seine Aussicht, dass er das Ding sehen muss. Er bittet darum, dass er das auf seine Kosten verblenden darf, dass er das nicht sieht. Hat ein anderer gleich zurückgeschrieben, das lehnt er ab. Das ist auch Magie. An der Stelle möchte ich Ihnen aber noch was mitgeben. Ich habe mehrere Ausbildungen, ich bin unter anderem auch Rückführungstherapeut. Und solche magischen Angriffe unter Normalmenschen haben sehr häufig ihren Ursprung in früheren Leben. Falls Sie überhaupt an Wiedergeburt glauben, wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich habe dann angeregt, der Mann hat sich rückführen lassen und hat erlebt, dass er diesen anderen Menschen in ihrem früheren Leben irgendwas ganz Schlimmes angetan hat. Ich weiß nicht, hat ihn umgebracht oder seine Frau weggenommen oder irgendwas. Und hat, das wurde dann aufgelöst. Und das Ergebnis war, dass ein paar Wochen später mich die Frau angerufen hat und gesagt, Herr Gref, stellen Sie sich vor, der Nachbar war da, der Gartenzwerg ist weg. Und der Nachbar war da mit einer guten Flasche Wein, hat zu meinem Mann gesagt, lass uns wieder Freunde sein. So kann man es dann auch lösen, wenn es darin liegt. Ansonsten gibt es Internet. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es sehr, sehr gefährlich ist, im Internet Voodoo zu googeln oder zu suchen. Wenn eine Seite aufmacht, wo Voodoo drin ist, haben Sie eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass direkt starke negative Energien auf sie überspringen. Ich habe aber, weil ich solche Vorträge manchmal halte, im Internet gegoogelt und ich habe zum Beispiel so eine Seite gefunden, die tut Ihnen jetzt nichts. Da sind 2 schwarzhäutige Damen drauf und die Überschrift heißt Voodoo, Original Voodoo-Zauber aus Afrika. Liebeszauber, Erfolgszauber, Schadenszauber, Puppenzauber, Voodoo. Da ist auf der einen Seite eine Dame, das ist die Assistentin, die lebt in Deutschland. Die nimmt die Aufträge an
Und auf der linken Seite ist die Oberhexe, bezeichnet sie sich, die wohnt in Kenia. Und die schreibt, sie ist seit ihrer Kindheit in den Praktiken, Weisheiten und Lehren des Voodoo ausgebildet und seit 10 Jahren Voodoo-Priesterin. Und sie schreibt, ich kann Ihnen in vielerlei Hinsicht helfen, besonders in Liebesangelegenheiten bin ich sehr versiert. Ob es nun ein klassischer Liebeszauber ist, ein klassischer Liebeszauber heißt, ein Mensch begegnet ein anderes menschliches Wesen und möchte das gerne haben und das andere Wesen möchte aber nicht. Dann kann man einen Liebeszauber bestellen, der funktioniert übrigens, und dann verliebt sich diese andere Person in einen. Ich habe einen Fall in Salzburg, ein Paar, die passen überhaupt nicht zusammen. Und seit ich die beiden kenne, hat sie immer gesagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich mit ihm zusammen bin. Ich konnte den nicht leiden, wo ich ihn gesehen habe. Und wir sind seit Jahren zusammen. Bis er irgendwann mit etwas zu viel Alkohol versehentlich gestanden hat, dass er einen Liebeszauber gemacht hat. Es gibt heute noch Bücher in Esoterik-Handlungen über schwarze Magie, wo Formeln drin sind, die funktionieren. Und es gibt eine Steigerung, die sie hier schreibt, über den klassischen Liebeszauber hinaus eine Partnerrückführung. Das heißt, jemand hat einen Partner, eine Partnerin, die hat ihn oder sie verlassen, ist schon lange wieder in einer anderen Beziehung, schreibt sie, auch in sehr aussichtslosen Fällen funktioniert die. Das ist der erweiterte Liebeszauber. Wenn man sowas in Auftrag gibt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man dann ganz viel Probleme kriegt, karmische Probleme. In der Bibel steht, was du anderen antust, wird dir auch geschehen. Also das sollte man sich wirklich im Klaren darüber sein. Und ich denke, manchmal belustigt zurück, ich habe vor ein paar Jahren diesen Vortrag auch hier in der Ostschweiz gehalten. Wie gesagt, ich habe eine eigene Akademie und ich halte solche Vorträge öfters für von mir ausgebildete Personen. Und er war in der Zeitung angekündigt und die Frau, für den ich den gehalten habe, ruft mich an und sagt, du Dietrich, mich hat ein Mann angerufen, dem ist seine Frau weggelaufen, schon vor einem Jahr, und er hat gefragt, was er machen kann, dass er die wiederkriegt. Dann habe ich gesagt, sag ihm, er soll mich anrufen, und er hat mich angerufen. Und ich habe gesagt, ich habe zu ihm gesagt, wenn Sie da irgendwas tun, das wird Ihnen selbst derart schaden. Das dürfen Sie auf keinen Fall machen. Ich habe noch gefragt, kommen Sie zu meinem Vortrag? Sagte ja. Habe gesagt, gut, dann werden Sie da mehr drüber hören. Halbe Stunde später ruft meine Schülerin wieder an und sagt, jetzt hat er wieder angerufen, hat gesagt, du machst es nicht, ob ich noch eine andere Adresse habe. Ob ich noch eine andere Adresse habe, hat er sie gefragt, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht. Es ist vielleicht verlockend, aber es ist sehr dumm, sowas zu machen. Die haben richtige Preislisten da auf der Seite. Je nachdem, was man bestellen möchte, kostet es dann pauschal einfach so und so viel. Man kann aber auch zum Beispiel einen Voodoo-Fluch herunterladen. Der ist durchgestrichen, damit man nicht lesen kann. Ich sage Ihnen, was drüber steht. Anleitung zum Voodoo-Fluch. Und dann kommt der Text. Und dann kommt unten drunter, also was mit der Text und was man dann tun muss. Und dann steht, innerhalb dieser 3 Tage wirst du vom Unglück des Opfers erfahren. Die funktionieren, diese Dinge. Das ist für uns was ganz, ganz Fremdes, weil es nicht unsere Kultur ist, aber durch Internet, Sie wissen das, thank you.
Herzlich willkommen zum Vortrag Magie in der heutigen Zeit hier in den Räumen der Vostag AG in Bichwil in der Schweiz. Kurz zu meiner Person, ich bin vor 65 Jahren in Baden-Württemberg geboren. Ich war längere Zeit Verkaufsleiter, Verkaufstrainer, Unternehmensberater, mache seit etwa 15 Jahren mehr spirituelle Dinge. Dazu gehört eben oder kam dann auch dieser Bereich Magie dazu. Habe seit 10 Jahren eine eigene Akademie, wo ich das auch ausbilde. Heute zum Thema Magie, ganz wichtig. Weder ich noch das Querdenken-TV-Team noch irgendjemand von der Vostag macht meines Wissens was mit Magie. Es geht einfach darum, Ihnen Informationen zu dem Thema zu geben und Ihnen auch vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen, obwohl es zum Teil schon angsterregende Beispiele gibt. Ihnen auch zu sagen, dass es Hilfe gibt, wenn irgendwo Magie auftaucht, wobei es sehr verschiedene Formen gibt. Zum Einstieg würde ich Ihnen gerne ein paar Sachen vorlesen, nämlich wie Magie definiert wird. Das Fremdwörterlexikon Barik schreibt Beschwörung von geheimnisvollen Kräften, Zauberkunst, Zauberei. Schwarze Magie ist dann Beschwörung böser Geister zu unheilvollem Tun. Weiße Magie ist Beschwörung guter Geister zu segensreichem Tun. Knauers Lexikon schreibt, vermeintliche Kunst durch geheimnisvolle Mittel oder symbolische Handlungen, die Kräfte der Natur, also Geister und Dämonen, zu beherrschen, zu zaubern. Im Mittelalter unterschied man weiße Magie, Verwendung nützlicher Kräfte und schwarze Magie, Bündnis mit bösen Mächten oder auch Teufelsbündnis. Magie vom Sprachwort her aus dem Griechischen steht für Zauberei, Gaukelei, Blendwerk, kommt aus dem altpersischen Magusch, der Bezeichnung der medischen Priester, wird auch bezeichnet als die Beeinflussung von Ereignissen, Menschen und Gegenständen auf übernatürliche Art und Weise. Der Magier versucht, diese Beeinflussung der von ihm angenommenen übernatürlichen Kräfte, Geister oder Dämonen mit Hilfe von Ritualen, Beschwörungsformeln oder ähnlichen Praktiken vorzunehmen. Magier setzen auch traditionelle Meditationstechniken wie Visualisierung oder die bewusste Herbeiführung von Trancezuständen ein. Das sind die allgemeinen Definitionen. Zum volkstümlichen Verständnis der Magie gehören in Abgrenzung zum Aberglauben, dem Wesen nach, die bewusste Zauberhandlung und das magische Ritual. Und Grundlage der volkstümlichen Magie ist der Analogiezauber nach dem magischen Grundsatz, Gleiches mit Gleichem zu bewirken. So werden zum Beispiel Warzen mit abnehmendem Mond besprochen, damit sie wie der Mond schwinden sollen. Auch das ist Magie und Sie merken schon, das ist nichts Gefährliches, Warzen besprechen. Allerdings konnte das früher das Leben kosten. Es wird aber auch zum Beispiel eine Puppe anstatt einer realen Person behandelt. Das ist dann schon wieder ein gefährlicherer Bereich, weil, das haben Sie vielleicht schon gehört, es gibt ja diese Geschichte Voodoo, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und es gibt eben diese Voodoo-Puppen, wo man dann über die Behandlung der Puppe auch anderen Menschen schaden kann. Weiße Magie hat das Ziel, Schutz und Heilung für andere Personen zu erreichen. Dazu gehören der Abwehrzauber, also ein Zauber, um magische Angriffe abzuwehren. Dazu gehört der Gesund- oder Heilzauber, dass man etwas, ein Ritual macht, damit jemand anderes gesund wird oder geheilt wird. Dazu gehört Fruchtbarkeitszauber in Fällen, wo eine Schwangerschaft nicht eintreten möchte. Glückszauber, dass man jemandem Glück herbeizaubern möchte. Schutzzauber. Wahrsagen gehört in diesen Bereich. Wetterzauber. Es gibt immer noch Kulturen, wo es Leute gibt, die sagen, sie können Regen machen. Und der Widerzauber. Widerzauber ist auch wieder ein Abwehrzauber gegen irgendwelche Angriffe. Während die schwarze Magie mit den unterschiedlichsten Schadenszaubern arbeitet. Und diese eigentlich so uralte Geschichte ist durch die Wicca-Bewegung,
einen neuheidischen Hexenkult, jetzt wieder auferstanden. Es sind einfach in Vergessenheit geratene Rituale, jetzt wieder erneut belebt worden. Ich nehme an, dass es auch in der Schweiz Wicca-Bewegungen gibt, zumindest in den größeren Städten. Von der Geschichte her kann man das Ganze zurückverfolgen bis zur Antike. Die frühesten christlichen Quellen der Magie reichen bis in die Zeit der mesopotamischen, sumerischen und altägyptischen Hochkulturen zurück. Auch aus der Steinzeit, hier schließt sich fast der Kreis zu vorher, wurden Hinterlassenschaften wie Höhlenmalereien, Artefakte oder Steinkreise der Megalithkulturen entdeckt, die als Hilfsmittel zur Durchführung magischer, dem Schamanismus heutiger Zeit nicht unähnlicher Handlungen und Zeremonien gedeutet werden. Ähnlich weit reichen die magisch-mythologischen Überlieferungen insbesondere des nordisch-europäischen, römischen, griechischen und hebräischen Kulturkreises zurück. Im Mittelalter wird erstmals eine göttliche Magia naturalis von der destruktiven teuflischen Magie unterschieden. Die Aufzeichnungen von Abraham von Worms zum Beispiel von 1387 bekunden den ersten schriftlich überlieferten und vollständig erhaltenen Ritus eines jüdischen Mannes zur Bändigung dienstbarer Geister unter dem Patronat eines Schutzengels. 1496 beschrieb der italienische Philosoph Giovanni Pico della Mirandola sein Verständnis des Phänomens in dem Werk über die Würde des Menschen, hat er geschrieben, wie der Landmann die Ulmen mit den Reben des Weinstocks, so vermählt der Magier die Erde mit dem Himmel, das heißt das Untere mit den Gaben und Kräften der Oberwelt. Und 1530 ist unter dem Titel De Occulta Philosophia ein Buch veröffentlicht worden von dem deutschen Theologen, Doktor der Rechte und der Medizin, Agrippa von Nettesheim, und er hat die weltweit erste systematisch gegliederte und theoretisch und praktische Gesamtdarstellung der Magie dort beschrieben, 1530 schon. Jetzt kommen wir in die Schweiz. Der berühmte Schweizer Alchemist und Erneuerer der Naturheilkunde, Paracelsus. Übrigens, falls es nicht alle wussten, Paracelsus war getauft auf den Namen Philippus Theophrastus Aurelius Bombast von Hohenheim. Aber man hat es dann kürzer formuliert mit Paracelsus. Der lernte die Heilkunde von Menschen aller Gesellschaftsschichten. Für ihn hat Magie Heilung bedeutet. Im Mittelalter kamen dann als Wechselwirkung des Christentums mit magischen Aktivisten spezifisch christianisierte Formen der Magie auf, Zauberbücher, welche zum Beispiel Dämonologie lehrten, verbreiteten magische Praktiken, die mit christlichen Elementen durchsetzt waren. So sollte der Magier fasten, beten und die Dreieinigkeit anrufen, damit er göttliche Macht erhielt, um Dämonen zu bezwingen. Neuzeit, in der Renaissance wurden die hermetischen Schriften wiederentdeckt. Um 1550 hat John Dee, der englische Mathematiker, Astronom, Astrologe, Geograf, Mystiker und Berater der Königin Elisabeth I., war der wohl bedeutendste christliche Engelsmagier. Und er hat seine ganzen Entwicklungen in der Öffentlichkeit publik gemacht. Vorher war das alles so mehr heimlich. Und dies Privatbibliothek war die größte Bibliothek Englands, ist heute ein Kern der britischen Library. Dann ist zum Beginn des 18. Jahrhunderts wieder eine verstärkte Hinwendung zu innerseelischen, okkultistischen, mystischen Magie. Heute erfahren Sie, wenn in China jemand irgendwas tut oder irgendwas, und deswegen, das kommt alles immer mehr auch zu uns rüber. Wir hatten in Österreich oder haben in Österreich eine Büromaterialkette, die hat bis vor 2 Jahren ganz normal im Programm kleine Strohpuppen mit Nadeln verkauft, als Voodoo-Puppen. Und die Leute haben das gekauft und haben mal probiert, was da passiert. Ohne dran zu denken,
Sheldrake hat über die hermeneutischen Potentialfelder damals schon geschrieben, dass wir alle irgendwo vernetzt sind. Und natürlich funktionieren diese Dinge. Wahrsagen gehört auch in den Bereich rein. Sie wissen das. Vor allem, also wenn ein Wahrsager sagt, du wirst glücklich werden, dann freue ich mich. Das finde ich eine tolle Idee, weil man oft sich an diese Aussage ein bisschen klammert und dann hat das Glücklichwerden eine bessere Chance. Aber wenn ein Wahrsager jemandem sagt, dass was ganz Schlimmes passieren wird, dann setzt einfach das ein, was Vera Birkenbiel, die deutsche Gehirnforscherin, als SEP, selbsterfüllende Prophezeiung, gesagt hat. Man geht derart in die Angst, dass man das anzieht. Und es passiert heute noch, dass jemand auf der Straße angesprochen wird und irgendjemand sagt, darf ich Ihnen aus der Hand lesen? Und erzählt dann irgendwelche Katastrophen. Und die Leute werden wirklich nicht mehr froh und leben in der ständigen Angst, dass das kommen mag. Es gibt im Fernsehen, haben Sie vielleicht auch gesehen, es gibt ja Sendungen, wo man dann anrufen kann und da kriegt man auch über Karten oder über irgendwelche anderen Wege, Kaffeesatz lesen, plötzlich irgendwelche Informationen über die Zukunft. Aber meistens nichts Sinnvolles. Leider. Es gibt im schwarzmagischen Bereich den Krankheitszauber. Das ist so etwas Ähnliches wie das, was ich vorher gesagt habe, wo man erreicht, dass jemand, der einem im Weg ist oder aus Rache oder aus irgendwelchen Gründen, dass die Person krank wird. Vor allem deswegen schlimm, weil schulmedizinisch nichts feststellbar ist. Das heißt, wenn die Person krank ist, kann man ihr mit normalen Mitteln nicht helfen, weil es keine organische Erkrankung ist. Es gibt einen Zauber, um Konkurrenten loszuwerden. Ich habe auch so, das war in Salzburg ein Fall gehabt, wo eine Mitarbeiterin das Geschäft übernehmen wollte und solchen Zauber gemacht hat. Es gibt Persönlichkeitszerstörungszauber, es gibt, wie gesagt, den Liebeszauber oder den mächtigen Liebeszauber und den Partnerrückholzauber. Es fallen darunter aber auch Flüche, Verwünschungen, Racheschwüre. Wobei jetzt müssen Sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie mal irgendwann in der Wut was gesagt haben, weil Ihnen jemand die Vorfahrt genommen hat. Das reicht noch nicht, dass jetzt fürchterliche Aktivitäten im Kosmos beginnen. Aber wenn man jemanden wirklich verflucht, und es gibt Fälle, wo wir in der Praxis haben, dass jemand kommt und sagt, mein Vater hat mich verflucht oder meine Mutter hat mich verflucht, das sind Dinge, die wirklich wirken. Ein Fluch ist ein absolut magisches Instrument. Ein Fluch trifft immer die Person, auf die es gedacht ist, bleibt auch zu etwa 40% dort kleben, allerdings fallen 60% zurück. Das heißt, der Verfluchende ist unterm Strich immer noch schlechter dran als der Verfluchte. Ein Fluch hat aber noch eine zweite sehr komische Eigenschaft, und zwar, jetzt wieder für diejenigen, die an Wiedergeburt glauben, wenn eine Person eine andere Person verflucht, werden die beiden Seelen wie mit einem Seil miteinander verbunden, über so viele Leben, bis irgendwann der Fluch getrennt wird. Das heißt, er kann auf ganz, ganz lange Zeit laufen. Und manche Dinge, die wir im heutigen Leben erleben oder nicht erleben oder uns Probleme machen, können als Hintergrund so einen Fluch haben, können als Hintergrund eine Verwünschung haben, einen Racheschwur, fast immer aus früheren Leben. Das sind auch wieder die Dinge, wo man schulmedizinisch nichts feststellen kann. Es gibt Fälle, wo eine Seele verflucht wurde, du sollst nie mehr Kinder haben. Und diese Frau kriegt so lange keine Kinder, bis man den Fluch auflöst, egal über wie viele Leben zum Beispiel. Das läuft auch unter Magie. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt in dem Bereich, und zwar immer noch frühere Leben. In Faust löst Goethe
sagt er, Faust hat einen Pakt geschlossen. Und das ist so was Einmaliges, wenn man das so liest. Aber es gibt eine gewisse Prozentzahl von Menschen, die einen Pakt früher mal geschlossen haben. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin auch Rückführungstherapeut. Ich habe eine Akademie, ich habe einige hundert Leute ausgebildet. Ich kriege auch Rückmeldungen aus zum Teil Terminen. Und wir kommen immer mal wieder in einer Rückführung, in ein Leben. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Wochen wieder eine Klientin, die in einem Leben war und die gesagt hat, ich bin ein junger Mann, ich bin am Verhungern. Und jetzt kommt eine gut gekleidete Gestalt und sagt zu mir, du kannst so viel zum Essen haben, wie du möchtest. Du musst mir nur für immer und ewig deine Seele überschreiben. Und dann hat sie, das war so lustig, hat sie gesagt, ja, was hätte ich denn machen sollen? Ja, was hätten wir gemacht? Wir hätten natürlich gesagt, bevor ich sterbe, wo darf ich unterschreiben? Zumal man davon ausgegangen ist, immer und ewig ist ohne Bedeutung, weil früher war man ganz sicher, dass nach dem Tod sowieso nichts mehr ist. Aber solche Pakte laufen bis heute und machen das Leben mehr oder weniger schwer. Das ist alles noch im Bereich der Magie. Für mich gehören auch generell Fremdeinflüsse dazu. Ich weiß nicht, wie weit Sie sich mit dem Thema Fremdeinflüsse, Besetzungen schon mal irgendwo davon gehört, auseinandergesetzt oder sonst was haben. Es ist so, dass es schon damit anfängt, dass wir lernen, wir alle haben das gelernt, wenn wir sterben, sind wir tot. Und wenn man dann wirklich stirbt, in Rückführungen kann man das erleben, dann stellt man fest, dass man nicht tot ist, sondern der Körper ist unbrauchbar, aber die Seele ist unzerstörbar. Und jetzt passiert Folgendes, das kann man, wie gesagt, erleben. Normalerweise, wenn man stirbt, wird man abgeholt, meistens von einem Engel, von einem Lichtwesen, einem vorher verstorbenen Verwandten. Es gibt aber auch Fälle, wo Personen da bleiben. Zum Beispiel, weil sie sagen, ich habe was Schlimmes getan. Zum Beispiel, wenn jemand Selbstmord begangen hat, weil er gelernt hat, wenn man das gemacht hat, darf man nicht in den Himmel kommen oder ähnliches. Und das sind sogenannte erdgebundene Seelen oder Seelen Verstorbener, die dann unter Umständen eine lebende Person besetzen. Das fängt an, dass zum Beispiel eine Mutter, wenn das Kind kleines, wenn sie früh sterben muss, ihr eigenes Kind bei ihrem Kind bleibt, weil sie sagt, ich möchte meinem Kind helfen. Das kann sein im Bereich Bekanntschaft. Wir haben sehr viele Fälle von sogenannten Zufallsbesetzungen. Zufallsbesetzung heißt, wenn ich im Krankenhaus operiert werde und ich bin in Narkose, dann ist mein Körper ungeschützt oder geöffnet oder meine Aura, mein Lichtkörper ist geöffnet. Wenn zu dem Zeitpunkt im Spital jemand stirbt, der zum Beispiel durch Unfall überraschend auch noch gestorben ist, habe ich eine ziemlich gute Chance, besetzt zu werden von der Seele dieser verstorbenen Person. Mit dem Ergebnis, dass ich plötzlich anders fühle manchmal, dass ich zum Beispiel auch Symptome dieser anderen Person habe oder in vielen Fällen nur, dass ich immer weniger Energie habe als vorher, ohne dass ich jetzt sagen kann, woher das kommt. Das ist sehr häufig der Fall, wenn man besetzt worden ist. Es gibt auch typische Besetzungen, wenn man zum Beispiel in der Wirtschaft zu viel Alkohol trinkt, dann hat man die gute Chance, von einer verstorbenen Alkoholikerseele besetzt zu werden. Es gibt Bücher darüber, manchmal dazu führt, dass man ab da viel mehr trinkt. Es kann sein, wenn man einen Wutanfall hat, das kann ja auch mal passieren, dass man besetzt wird durch eine Seele, die gern streitet und ab dann streitet man mehr. Es kann sein, wenn man in tiefer Trauer auf dem Friedhof ist, dass dann irgendeine andere Seele, die da auch ist, weil die so traurig ist, dass sie so früh sterben musste, einen besetzt, dann wird die Trauer verstärkt und so weiter. Das ist für mich auch alles gehört in den Bereich deswegen rein,
weil sobald sie von einer anderen Seele besetzt werden, sind sie nicht mehr nur sie selbst, sondern die andere Seele nimmt immer Einfluss auf sie. Das ist also auch eine andere Form von Magie für mich, ob das jetzt jemand schickt oder ob ich mir das reingezogen habe, dann werde ich trotzdem fremd beeinflusst. Aber dagegen kann man auch was tun. Das kann man prüfen lassen, ob man besetzt ist, und kann das auch dann entsprechend lösen lassen. Schutztechniken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu schützen, weil wir im Haus Vostag sind. Natürlich gibt es zum Beispiel den Schutzschild von Vostag. Es gibt den Schutzstein, das ist der schwarze Turmalin, der sehr gut ist. Es gibt Psalmen für Leute, die jetzt mehr christlich sind. Es gibt wunderschöne Psalmen, über die man sich schützen kann. Es gibt Schutzzeichen. Es wurde vorher das Pentagramm angesprochen. Das sieht so aus. Pentagramm ist im Moment nicht so fürchterlich stark im Schutz. Es hat auch einen Nachteil, man kann es auf den Kopf stellen. Dann ist es ein satanisches Symbol. Wenn, ist es besser, das Hexagramm zu nehmen oder den Davidstern. König David hatte dieses Symbol seinerzeit, es hat nichts mit den Juden zu tun, dieses Symbol seinerzeit bekommen, um Dämonen zu bannen von einem Erzengel. Und deswegen, wenn es um Magie geht, ist das Symbol im Moment, gehört es zu den starken, die man nehmen kann. Wenn es aber keinen aktuellen Grund gibt, dass Sie sagen, ich habe jetzt Angst, dass ich einen magischen Angriff oder sowas habe, ist der beste Schutz, sich gar nicht zu schützen. Ich möchte es nochmal sagen, Angst zieht an wie ein Magnet. Und wenn jemand sagt, ich muss mich morgens, mittags, abends schützen, dann kommt irgendwo natürlich raus, der Verstand merkt das. Das ist so wie bei diesen Positivbüchern, wo drin steht, wenn Sie ein Ziel haben, sollen Sie überall im Haus Zettel hinkleben, ich habe 1 Million oder irgendwas. Und der Verstand sagt, das kann ja nicht stimmen, wenn da überall Zettel sind, haben wir es nicht. Und so ist es da auch. Also wenn Sie nicht einen aktuellen Grund haben, brauchen Sie auch keinen großen Schutz. Und wenn Sie meinen, dass irgendwas bei Ihnen nicht stimmt, können Sie mir gerne eine Mail schicken. Die Website wird bestimmt eingeblendet. Und dann kann ich Ihnen sagen, ob bei Ihnen Fremdeinflüsse vorliegen und welcher Art die vorliegen, und kann die auch beseitigen, wenn da irgendwas Schlimmes, Wichtiges sein sollte. So. Die Frage, ob bei Blutaustausch etwas übernommen, übertragen werden kann. Die Antwort ist 29 Jahre. Teil 1, die Antwort ist eindeutig ja. Zu der Frage, wenn es 20 oder 30 Jahre her ist, wenn ein Blut übertragen wurde, wo die Seele einer verstorbenen Person mitgekommen ist und es ist seither kein Clearing gemacht, dann wäre es heute immer noch da. Es gibt Einzelfälle, wo man mit diesen Seelen verstorbener Kontakt aufnehmen kann, und die bestätigen immer, dass sie in dem Moment, wenn sie eine Person besetzt haben, nicht mehr alleine rauskommen können, sondern nur im Rahmen eines Clearings, also einer Hilfestellung, dass sie rauskommen können. Deswegen ist die Dauer, ob das jetzt 5 Tage oder 50 Jahre ist, völlig egal. Aber das kann man sehr leicht prüfen. Das heißt, Sie können mir nachher die Daten Ihrer Tochter geben, nach dem Ding, und ich kann Ihnen sagen, ja oder nein. Zuschauer können mir gerne einfach eine Mail schreiben, und ich kann Ihnen auch sagen, ob Fremdeinflüsse vorliegen oder nicht vorliegen. Für Sie liegen auch drüben Prospekte, wenn das jemand möchte, wo das auch drin steht. Ob man beim Blutspenden besetzt werden kann, ist sehr unwahrscheinlich, weil Sie geben was ab. Sie bekommen nichts, Sie geben was ab, und das ist sehr unwahrscheinlich. Da müssten Sie in einem sehr instabilen Zustand in das Krankenhaus gehen, dass Ihre Aura sowieso offen ist, weil Sie übermüdet sind oder irgendwas. Weil im Krankenhaus, hatte ich vorher schon mal erwähnt, hat man immer Chancen, besetzt zu werden. Genauso wie in Altersheimen, in Kirchen, auf Friedhöfen. Ja, dann war dann noch, ja. Also die Frage ist, ob Voodoo nur bei Menschen funktioniert, die daran glauben.
oder generell Magie nur bei Menschen, die daran glauben. Sie sagen, es gäbe wissenschaftliche Untersuchungen, dass das so sei. Das bestreite ich. Weil aus meiner Erfahrung hat es viele erwischt, die nicht daran geglaubt haben, die noch nie was davon gehört haben, die sich auch gar nicht vorstellen konnten, dass es das gibt. Ich bin der Meinung, dass richtiges Voodoo, wenn das jemand macht, der das gelernt hat, so wie diese Frau, die sagt, sie ist Voodoo-Priesterin, bei jedem durchkommt. Nur nochmal, wenn sie durchkommt oder wenn ein Angriff, ein magischer durchkommt, dann kann man den auch wieder abwehren und abstellen. Das ist ganz wichtig. Man ist dem nie ausgeliefert. Das ist ganz wichtig, dass Sie das mitnehmen. Und wie gesagt, wenn jemand das Gefühl hat, Sie können sich gerne an mich wenden. Ich bin darauf spezialisiert, auch auf die hohen Formen und konnte bisher alle abwenden. Also beim Thema Impfen würde ich empfehlen, da gibt es einschlägige Literatur. Ob Impfen gefährlich ist, ob es nicht gefährlich ist, was da mitkommen kann oder ähnliches, passt für mich hier gar nicht rein. Ich habe eine sehr eindeutige Meinung dazu persönlich, aber es hat für mich nichts mit Magie zu tun. Natürlich gibt es Aussagen, es gibt jetzt auch Untersuchungen, selbst von amerikanischen Gesundheitsbehörden, dass verschiedene Impfungen total sinnlos sind. Und das sollte aber jeder sich selber kundig machen und für sich selber entscheiden, was er da macht oder nicht macht. Es gibt Kettenbriefe, das ist richtig. Es gibt jetzt auch viel PowerPoint-Präsentationen, wo die letzte Seite steht. Du musst es an 10 Leute weiterleiten, dann kriegst du was ganz Tolles. Und wenn du es nicht machst, dann passiert was ganz Schlimmes. Da gibt es ein kosmisches Gesetz und das kosmische Gesetz heißt, egal ob du glaubst, es ist so oder es ist nicht so, du behältst in jedem Fall Recht, weil jedem geschieht nach seinem Glauben. Ich würde nie in die Falle gehen. Wirklich nicht. Ich würde nicht in die Falle gehen. Weil solange Sie nicht jetzt wirklich in die Angst gehen und sagen, ah, jetzt habe ich, dann passiert nichts. Aber nochmal, Angst ist das. Es hat mal jemand gesagt, wenn wir fokussieren könnten mit der gleichen Energie, mit der wir Angst haben, wir könnten alles erreichen. Weil Angst macht plötzlich alles zu, man ist nur noch auf einen Punkt fokussiert. Sie haben das vielleicht erlebt, da gibt es einen Skihang und mittendrin steht ein Baum und der Skilehrer sagt oben, fahrt links vorbei, fahrt rechts vorbei und irgendeiner sagt, ich ja, und fährt genau in den Baum rein. Da geht nichts mehr. Und mit der Einstellung würden Sie auch Pech haben, wenn Sie das nicht beantworten. Aber im Normalfall überhaupt nicht. Das ist, ich schreibe meinen Bekannten, die mir sowas schicken, ich möchte sowas nicht mehr haben. Und ich antworte auch nicht. Manchmal steht drin, man soll auch denen das zurückschicken. Das schreibe ich denen zurück, mache ich auch nicht. Nehme ich einfach von der Liste für so einen Blödsinn, habe ich keine Lust. Ich habe schönere Dinge zu tun. Ich liebe Kettenbriefe, also so Sachen, wo man, wenn man schreibt und wenn du das jetzt aufmachst, dann hast du 10 Tage Glück. Dann freue ich mich. Also der Brief ist nie Voodoo besetzt oder schwarzmagisch besetzt. Das sind einfach so Blödsinnsdinger. Die hat irgendjemand in die Welt gesetzt, so wie die ganzen anderen Kettenbriefe, wo Sachen drinstehen, die gar nicht stimmen. Sie kriegen Kettenbriefe, dass irgendjemand, dass sie Blut spenden sollen, einer bestimmten Blutgruppe für jemanden, der Leukämie hat, wobei das gar nicht auf die Blutgruppe ankommt, lauter so Zeug. Da wird im Moment sind, glaube ich, 95% aller Mails sind Spam-Mails. Das ist gigantisch, was da passiert. Die Frage war, ob wir uns unsere Eltern selbst ausgesucht haben oder ob ihre Kinder sie als Eltern ausgesucht haben. Als Rückführungstherapeut kann ich Ihnen sagen, eindeutig ja. Das ist was ganz Tolles für Sie, auch für die Enkel. Weil wenn die meckern, kann sie immer sagen, ich habe nichts damit zu tun, du hast mich ausgesucht. Ja, sie sind sofort raus. Wir haben ja gesagt, aber mehr nicht. Also wenn eine Seele stirbt, dann wird sie allein behandelt. Und wenn 10 gleichzeitig sterben, wird trotzdem normal jede für sich ihren eigenen Weg gehen. Wir haben jeder einen eigenen Lebensplan. Auch das kann man übrigens in der Rückführung anschauen. Man kann in der Rückführung sich zurückführen lassen an vor den Beginn dieses Lebens, um zu schauen, was habe ich in diesem Leben geplant. Und man plant immer,
wo man inkarnieren will und unter welchen Umständen man inkarnieren will, weil alles im Prinzip karmische Hintergründe hat. Das, wo in der Bibel steht, was du anderen antust, musst du selbst erleben. Deswegen warne ich auch davor, schwarze Magiespiele zu machen. Weil wenn ich irgendjemandem schade, dann kriege ich es in dem Leben oder im nächsten Leben wieder ab. Wenn Sie einen magischen und esoterischen Themen stattgefunden, Franz Anton Mesmer, den Namen kennen vielleicht auch einige von Ihnen, war damals mit seiner Lehre vom animalischen Magnetismus, welche der späteren Hypnotherapie den Boden bereitete, und der Entwicklung des Spiritismus. In der Romantik sind dann Autoren wie der deutsche Maler, Arzt und Naturphilosoph Carl Gustav Carus, gehört zu den Vorgängern parapsychologischer Forscher. Es fand auch insbesondere exotische Spiritualität vermehrt Beachtung, da der Kolonialismus die westliche Welt mit indischer und ägyptischer Mythologie bekannt machte, was seinen Niederschlag in den magischen Texten des 18. und 19. Jahrhunderts fand. Elemente des magischen Denkens lassen sich bei Novalis finden, der um 1800 gelebt hat, ebenso bei Friedrich Schlegel oder Franz von Baader. Und im 19. Jahrhundert wurden dann magische Organisationen gegründet, zum Beispiel der Golden Dawn oder auch die Theosophische Gesellschaft. Und Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte die Magie eine Renaissance durch das Wirken des Magiers Aleister Crowley, einem Mitglied der Golden Dawn und des 1903 gegründeten Magischen Ordens. Heute hat sich der Trend wieder verstärkt, allerdings aus anderen Gründen. Es hat begonnen mit der Flower Power Bewegung in Amerika als alternatives Weltmodell. Und dann ist auch der Begriff New Age entstanden. Wicca gehört zu den neuzeitlichen Naturreligionen, die magische Techniken praktiziert. Weitere Bereiche, wo Magie Einzug genommen hat, ist NLP, das neurolinguistische Programmieren. Positives Denken ist ebenso Magie. Psychotherapeutische Praktiken, Schamanismus, Channeling, Kabbalah, Tarot und Kontakt mit Engeln läuft alles unter Magie. Also nochmal der Hinweis, sehr viel, was unter Magie steht, ist überhaupt nichts Gefährliches, auch nichts Böses oder Schlimmes, weil viele erwarten, wenn das Wort Magie fällt, gleich ganz, ganz schlimme Dinge. Der Schweizer C.G. Jung sah seine Psychologie in einem engen Verhältnis zu magischen Traditionen. Was jetzt in der Neuzeit leider ein nicht so guter Trend ist, für manche Jugendliche, die immer neue Kicks suchen, sind schwarze Messen, kreuzverkehrt, Satanismus, Hexerei und andere schwarzmagische Handlungen genauso spannend wie Bungee-Jumping. Allerdings viel gefährlicher, weil schwarze Magie und satanische Kulthandlungen sind keine Spielerei, sondern können zu einem Albtraum ohne Ende werden. Und weil wir heute in der Schweiz sind, einfach für Sie, die meisten kommen aus der Schweiz, denke ich, die Funde von vorchristlichen Amuletten im Kanton Waadt stehen in einer langen Reihe von Belegen für unheilabwehrende und glücksbringende Magie zugunsten von Mensch und Tier, Haus und Hof sowie der Natur. Das Böse ließ sich durch aggressiv spitze Gegenstände wie Messer oder dreizinkige Gabeln, durch starke Zeichen wie das doppelbalkige Caravaca-Kreuz oder das Pentagramm, durch seltene Naturgegenstände wie Lochsteine und Alraunen, durch zusammengesetzte Gegenstände wie Freisenketten, meist rote Kettenschnur mit Anhängern, durch Beschwörung, durch Räucherung sowie durch plötzlichen Lärm oder steten Lärm mit Hilfe von Kuhglocken abwehren. Es konnte auch abgelenkt oder durch Verpflücken dingfach gemacht werden, lauter Praktiken, die auf einer Agrarkultur basierten und deshalb heute weitgehend der Vergangenheit angehören. Die hochkomplexe
Magio Naturalis des 16. Jahrhunderts gilt als hervorragendstes Beispiel für die Magie als hohe Kunst. Deren bekanntester Vertreter war eben der Schweizer Arzt, Naturphilosoph und Theologe Paracelsus. Dass sich noch Ende des 20. Jahrhunderts Appenzeller Gebetsheiler gegen Magie abgrenzen mussten, belegt die landläufige Gleichsetzung von Magie mit Schadenszauber, der als Verursacher von Unglück, Krankheit, Tod oder Naturkatastrophen gesehen wird. Solche Vorstellungen gehen auf das Hexenwesen zurück. Und unter dem Begriff Hexen werden meist die Hexenverfolgungen bzw. der Hexenwahn des 15. bis 18. Jahrhunderts verstanden, von denen Männer und Frauen betroffen waren, die der Magie bzw. der Ketzerei bezichtigt wurden. Die Hexenverfolgungen beruhten auf der Vorstellung, dass die sogenannten Hexen mit Hilfe des Teufels Schadenzauber anrichten konnten. Hexenprozesse, Hexenverfolgungen setzten in größerem Umfang im 15. Jahrhundert ein, erfuhren hinsichtlich Anzahl und Verbreitung zwischen dem 16. und der Mitte des 17. Jahrhunderts ihren Höhepunkt und verschwanden ab dem frühen 18. Jahrhundert weitgehend. Den Hexen wurde Schadenszauber vorgeworfen. Wir sind jetzt wieder im Bereich der schwarzen Magie. Schadenszauber an Mensch, zum Beispiel Verursachen von Krankheit, von Tod, von Impotenz, von Unfruchtbarkeit. Schadenszauber an Tieren, Verursachen des Todes von Kühen bzw. des abnormalen Verhaltens von Arbeitstieren. Dann von Arbeitsgegenständen und bei der Gemeinschaft, zum Beispiel Verursachen von Hagelwetter oder Lawinen. Es gibt in Österreich die Riegersburg, eine der großen, wirklich noch gut erhaltenen Burgen. Und in dieser Riegersburg ist eine ständige Ausstellung der Hexerei. Und in dieser Riegersburg sieht man von damals Karten, die gezeichnet wurden, wo auf den Karten gezeigt wurde, die wie ein Gewitter zum Beispiel verlaufen ist. Und da haben die dahinter Hexen auf Besen gezeichnet, die dem Gewitter folgen, weil sie damals gesagt haben, die Hexen haben dieses Gewitter gemacht. Das ist eben dann dieser Wetterzauber oder Hagelzauber. Außerdem wurde den Hexen Häresie unterstellt, also die Mitgliedschaft in einer teuflischen Sekte. Und es gab eine Zone zwischen Oberdeutschland und Südfrankreich, in der die frühneuzeitlichen Hexenprozesse von Anfang an in großem Ausmaß einsetzten. Die Hexenverfolgung am intensivsten war. Nach einer Schätzung wurden in Westeuropa etwa 110.000 Hexenprozesse durchgeführt, etwa 10.000 davon im Raum der heutigen Schweiz. Das mal zur Geschichte. Es ist aber nicht so, dass das alles nur uralte Dinge sind, es gibt auch heute noch Magie. Es wird zum Teil, wie gesagt, sogar wieder moderner. Außerdem gibt es Volksgruppen, die damit umgehen können. Ein Großteil des schwarzen Kontinents hat es entweder die Fähigkeit oder sie lernt es. Und ich bin spezialisiert auf Abwehr von schwarzer Magie. Und es gibt immer wieder auch Firmen, die sich melden, also einfach mal aus der heutigen Zeit Beispiele für Sie. Eine Firma, wo mich der Geschäftsführer angerufen hat und gesagt hat, Herr Gref, ich habe plötzlich keine Aufträge mehr. Wir geben Angebote ab. Mich ruft sogar der Chef von der Firma an, wo ich angeboten habe und sagt, Herr Sowieso, ich habe Ihr Angebot geprüft, Sie bekommen den Auftrag, meine Sekretärin schickt morgen denn die Bestätigung und am nächsten Tag ruft die Sekretärin an, sagt einen schönen Gruß vom Chef, er hat den Auftrag doch anderweitig vergeben. Das ist so ein Fall, wo man dann irgendwann sagt, irgendwas stimmt nicht. Wir haben lange gebraucht, um herauszufinden, er war in Südafrika in Urlaub und hatte da ein wohl kleines Liebschaft oder was auch immer und hat diese junge Frau dort etwas sehr brutal dann sitzen lassen. Und für die ist es was völlig Normales. Die hat ihm einfach den Betrieb auf Null gestellt.
Das ist heute genauso möglich. Und wir müssen nicht in den schwarzen Kontinent gehen. Ich habe eine Firma, die ich betreue, die haben in Italien Ärger bekommen mit einem Süditaliener, der ein Konkurrent war, der durch sie, weil sie die besseren Produkte geliefert haben, also die Firmen haben gesagt, wir wollen lieber die Produkte von meiner Firma als die von dem Süditaliener. Daraufhin hat plötzlich die Maschinen, die Produktion hat gestockt und alles Mögliche. Das geht heute noch genauso. Ich habe auch Fälle in der Schweiz. Und es geht auch, dass Privatpersonen schwarze Magie einsetzen. Das kann